Gut, wir sind bei unserer Familie Wittchen. Jetzt aber wirklich. Hallo an alle. Wir können loslegen. Was ist passiert? Ich habe auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt und mit dem Spielstand ja schon gar nicht. Habe einfach schon die Hälfte vergessen, was passiert ist. Ich auch, Emily. Ich auch. Es ist furchtbar. Ah, danke Willkommen. für den Raid. Ich habe immer das Gefühl, ich spreche deinen Namen falsch aus. Ich will immer Isandera sagen und nicht Insandera. Und ich habe es falsch gesagt, weil, oh, ich bin so doof, Leute. Diese blöden, blöden Nackenschmerzen scheinen sich auf mein Gehirn auszubreiten. Ich habe deinen Namen komplett falsch ausgesprochen. Ah, Insanedra, meine Güte, kann ich denn nicht mehr lesen? Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe Nackenschmerzen. Ah, sie heißt Sandra und ihr Name ist ein Wortspiel aus ihrem Namen und insane. Das ergibt voll Sinn. Das ergibt voll Sinn. Ich meine, ich konnte mir das schon denken irgendwie. Also zumindest das mit Sandra, aber. Leute, ich bin so schlecht, was Namen angeht. Ne? Jedenfalls danke für den Raid und ich heiße euch herzlich willkommen. Jetzt nochmal für die ganzen neuen Leute. Ich bewege mich nicht immer so komisch. Ich habe Nackenschmerzen. Und. Normalerweise bewege ich mich ganz normal, also es tut mir leid, falls das jetzt ein bisschen krüppelig aussieht. Hallo Melina. Ich hoffe, du hattest abgesehen von den Nackenschmerzen einen schönen Tag gehabt. Ich spiele mal noch Sims 2. Ich habe Sport gemacht. Also, ne? Deswegen. Danke für die Follows. Herzlich willkommen in euch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich habe gerade nämlich schon gesehen, ihr habt auch Sims gespielt und ich glaube, ihr habt auch die Disney Legacy gespielt, aber ihr seid ein Stückchen weiter als ich. Find's schön, wie dein Oberteil teilweise kiet wird, wirklich? Oh ja, so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen durchsichtig, ne? Ich sehe hier unten, sehe ich die. Das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, hey Leute, ich bin heute ein Geist. Ah Gott, du bist ein Android. Ja, das stimmt. Das stimmt, ich bin ein Android. Naja, wir kommen damit klar, dass mein Oberteil ein bisschen weggekiet wird, ne? Wir ignorieren das einfach. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Dankeschön für die Follows. Sie trudeln jetzt so langsam ein. Irgendwie ist der Alert ein bisschen langsam heute. Es ist Samstag. Wir sind alle ein bisschen langsam. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Und ich hoffe, ihr freut euch auf komplette Überforderung. Weil bei uns ist es so, dass unsere gute Stella Wittchen, dreimal Zwillinge bekommen hat. Das heißt, wir haben zwei Jungs, dann hatten wir zwei Mädchen und dann hatten wir einen Jungen und ein Mädchen. Habe ich das Grundstücksmerkmal rausgenommen? Das gucke ich jetzt, bevor ich irgendwas anderes mache, weil ich keine Lust. Okay, ich habe es rausgenommen, Gott sei Dank. Ich habe nämlich keine Lust, dass wir danach nochmal Zwillinge kriegen, weil das dürfen wir ja gar nicht. So, ich lasse jetzt das Spiel mal laufen, damit wir heute auch ein bisschen vorankommen. Ja, soweit. Ja, und bei mir war der Tag auch ganz okay. Wie gesagt, ich habe Sport gemacht, mein Nacken tut weh. Und wir hatten dieses kleine technische Problem wieder am Anfang. Warum ist sie jetzt aufgestanden? Okay. Das kenne ich irgendwoher. Ein Girl, zwei Girls, zwei Girls. Zwei. Oh mein Gott, du hast ja auch richtig reingehauen. Und dann Drillinge noch. Also, jetzt kann ich deinen Namen mit dem Insane auf jeden Fall verstehen, weil bei so vielen Kindern wäre ich auch insane geworden. Benutzt du CC? Nein, nein. Ich verfalle sonst einer CC-Shopping-Sucht und das ist nicht gut für mich. Hallo Räubertochter, herzlich willkommen. Cinderella hat Drillinge, das war nicht geplant. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist ja nach den vielen Zwillingspaaren einfach nochmal die Krönung. Wie weit bist du schon? Wir sind noch in der ersten Generation. Wir sind jetzt gerade dabei, die Kinder einfach irgendwie aufwachsen zu lassen, damit wir Cinderella kriegen oder kriegen können. Kannst du bitte schlafen gehen? Geh einfach aufs Töpfchen und geh dann bitte schlafen. Ich brauche ein bisschen Ruhe jetzt am Anfang des Streams. Und ja, das ist gerade so unser Hauptziel. Ich chille im Bett und wechsle von Stream zu Stream. Hallo, BS Löwin, herzlich willkommen.
Ich muss auch gleich mal in der Halbzeit mit dem Hund gehen. Auf Fußball? Stimmt, heute ist Samstag. Heute kommt Fußball, oder? Irgendwie verbinde ich Samstage immer mit Fußball seit Melina. So, kannst du bitte. Also, ich weiß gar nicht mal, wie die ganzen Kinder heißen. Wir haben auf jeden Fall angefangen mit Stella. Stella Wittchen. Und wir haben auch beschlossen, sie wird erst Don heiraten, wenn entweder unsere Cinderella auf dem Weg ist oder wenn sie schon geboren wurde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall erst ein bisschen später. Wir haben uns Don Lothario ausgesucht als den Vater unserer 7 Kinder und haben Liam und Louis. Oh, Level 3 der Töpfchenfähigkeit erreicht. Das freut mich. Liam und Louis waren unsere ersten Zwillinge, wobei wir festgestellt haben, dass Louis Don sehr ähnlich ist. Deswegen wollen wir ihn so ein bisschen in die Richtung von Don stylen, immer so ein bisschen dieser Macho-Typ quasi. Und dann hatten wir Alice und Elsa. Wir hatten erst überlegt wegen Anna und Elsa, aber ihr habt mir dann gesagt, dass es keine Zwillinge sind. Und dann kamen noch Daisy und Flynn als die letzten Zwillinge bisher. Bleibst du eigentlich bei Cici mit dem Namen für Cinderella? Ja. Unsere Cinderella wird Cici heißen. Stell mal bitte alle Kinder vor, wenn es geht. Das war jetzt so dieser kurze Durchlauf, weil sie alle gerade geschlafen haben. Aber ich finde, er sieht halt Don sehr ähnlich. Wenn er jetzt mal nicht weglaufen würde. Also er ist so dieser Don-Verschnitt, sage ich jetzt mal so. Deswegen geht er in diese Richtung. Sein Bruder, das ist mir aufgefallen, es sind zweieiige Zwillinge. Und seine Haut ist genau dieselbe, die Don hat. Und sein Zwillingsbruder Liam geht voll nach Stella. Hast du alle Packs? Ich habe alle bis auf Star Wars. Ist das Haus nicht zu groß? Nein. Nein, gar nicht. Also wir brauchen ja auf jeden Fall noch ein Zimmer, wo dann später Cici reinkommt. Beziehungsweise dann werden die Jungs wahrscheinlich ausziehen und dann ist das Zimmer frei und das soll ein Arbeitszimmer werden. Aber ansonsten ist das Haus für die Familie nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen groß, aber nicht zu groß. Wir bräuchten eher einen größeren Garten. Und das hier ist Alice. Hoppala, falsche Taste. Nee, Moment, da ist sie. Das muss ich erst mal überlegen. Ich habe so lange kein Sims mehr gespielt. Es ist unglaublich. Das ist Alice. Und ich glaube, ihre Zwillingsschwester Elsa sieht einfach genauso aus. Also eineiige Zwillinge. Und bei den anderen beiden Zwillingen weiß ich es noch nicht. Ist das Haus aus der Galerie? Nein, das habe ich von Grund auf selber gebaut. Ich muss leider wieder weiter. Schau vielleicht später nochmal rein, wenn ich Zeit habe. Bis dann, Räubertochter, und danke fürs Reinschauen. So. Hier steht noch Essen rum. Das gefällt mir gar nicht. Ich mag es nicht, wenn Essen rumsteht. So, was ist ihr Problem? Ihr Problem ist, dass es nicht aufgeräumt ist. Dann kann sie das mal machen. Wir haben nicht umsonst Kinder. Sie müssen sich auch ein bisschen beteiligen. So, dann kann sie das Buch weglegen. Und er braucht Hygiene. Das heißt, er kann. Ach, er nimmt ein Schaumbad. Heute ist Donnerstag. Oh nein, es ist Erntefest. Oh nein. Dann kann er die Kindertoiletten säubern. Kannst du das in die Galerie hochladen? Das kann ich machen, aber es ist halt noch nicht fertig eingerichtet. Es ist halt auch ein ganz simples Haus, wenn man das mal so sieht. Also es ist halt einfach nur ein viereckiger Klotz quasi mit so einer kleinen Ausbuchtung. Wir beachten das Dach nicht, das ist furchtbar, aber besser habe ich es nicht hingekriegt. Streamst du nur Sims 4? Nein. Ich spiele größtenteils sogar andere Spiele. Aktuell läuft noch Detroit Become Human. Das machen wir am Montag weiter. Und dann, ich habe unten bei mir in der Infobox, Infobox nennt man das hier so, ich habe keine Ahnung, in den Panels, stehen Spiele, die ich schon abgeschlossen habe. Da könnt ihr euch so ein bisschen daran orientieren, was so mein Spielgeschmack ist. Kannst du einmal das Haus ein bisschen vorstellen? Das ist eigentlich kurz erklärt. Wir haben, wenn man reinkommt, ein Wohnzimmer, ein Wohnbereich. Wir dachten schon die ganze Zeit, wir müssen die eine Couch noch verkaufen, weil wir kein Geld hatten. Dann haben wir hier einen kleinen Mixerbereich, damit John seine Fähigkeiten ausbauen kann. Hier soll so eine kleine Spielecke für die Kinder irgendwie entstehen. Da muss ich noch gucken, wie ich das am besten mache. Wenn man reinkommt, ist direkt erstmal ein kleines Badezimmer hier mit einer Dusche und einer Toilette und
was man halt so braucht. Und neben der Treppe direkt ist das größere Badezimmer. Da bin ich noch nicht ganz so zufrieden, aber irgendwo müssen sie ja ein bisschen haushalten können. Dann haben wir das Esszimmer. Ich liebe diese Tapete im Übrigen. Ich liebe sie einfach. Und ich finde, der Tisch und die Stühle passen auch farblich ganz gut dazu. Und ganz am Ende haben wir die Küche. Die ist noch gar nicht so weit eigentlich, weil wir kein Geld hatten. Und es befindet sich alles noch ein bisschen im Ausbau, muss ich dazu sagen. Auch hier die Bäder muss ich noch ein bisschen machen, weil wir haben halt einfach nur das Billigste vom Billigen und das geht halt einfach stets und ständig kaputt. So, wenn man hochkommt, ist ja erstmal so ein kleiner Flur, wo das Puppenhaus drin steht. Da grenzt wieder ein Bad an, weil mit 8 Sims braucht man braucht einfach ein paar Bäder. Dann ist hier das Zimmer von den Zwillingsjungs. Auch ein bisschen nicht so gut eingerichtet. Wie gesagt, wir haben lange kein Geld gehabt. Nebenan sind gleich die Zwillingsmädchen. Die haben zumindest hier noch so einen kleinen Teddy. Aber viel mehr auch nicht, weil, wie gesagt, wir haben kein Geld. Das Arbeitszimmer ist auch immer noch leer, weil wir kein Geld hatten. Und hier ist dann das Zimmer von den Kleinkindern. Auch sehr sperrig eingerichtet, weil wir haben kein Geld. So, das ist der meistgesagte Satz, genau, ich kann nicht mehr reden, Leute. Und hier ist einfach das Zimmer von Stella und Don. Wir haben am Anfang das Haus ziemlich, ich sag mal, rustikal eingerichtet gehabt. Deswegen sind hier auch noch die Nachtschränke in so einer Holzoptik und haben das dann, als wir ein bisschen Geld hatten, erneuert, sage ich jetzt mal so. Also ist ein bisschen modernisiert, um es so zu sagen. Aber es hat halt noch nicht gereicht, damit alles super duper neu aussieht. Ja, und im Garten haben wir halt so ein paar Spielsachen für die Kinder einfach nur, damit die auch was haben. Aber ansonsten, wir hatten auch mal einen Pool, aber dann hatten wir kein Geld und dann musste ich den Pool verkaufen, damit wir unser Wohnzimmer einrichten können. Aber hey, ach, das Geld. Ja, das liebe Geld. Ich sehe gerade, die halbe Familie ist jetzt mittlerweile wach. Dann kann Don jetzt mal Essen machen gehen. Leon, danke fürs Folgen und herzlich willkommen. War auch bei der Disney Legacy mal richtig broke. Ja, ich kenne dieses Struggle. Ich kenne es einfach. Wir mussten dich dazu zwingen, den Pool zu verkaufen. Vergiss das nicht. Ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, dass ihr mich zwingen musstet, aber ich wollte den Pool gern behalten. Und vielleicht haben wir irgendwann wieder einen Pool, aber bis dahin muss das Haus an erster Stelle stehen. So, und dann kann er Frühstück servieren und macht einfach mal Frühstückseierlei. Okay, Stella ist auch schon wach. Kann das mal reparieren. Es ist furchtbar. Wir müssen irgendwann Geschicklichkeit kriegen, damit wir die Sachen alle aufbessern können. Es geht nicht. Es geht so nicht weiter. Ich muss ständig irgendwas reparieren. Und hier liegt die ganze Wäsche rum, Leute. Das geht so nicht. Wir haben nur einen Wäschekorb-Dings. Pack einfach die Sachen in die Waschmaschine. Ich mache auch eine Disney-Challenge. Snow kriegt schon ihr 6. Kind. Oh Gott, da bist du ja auch schon bei einer richtigen großen Familie. Hast du auch Zwillinge? Ich hoffe für dich nicht. Ich hoffe, du hattest nur Einzelkinder. Also nicht Einzelkinder, sondern einzelne Kinder. Voll schön, aber du rechnest noch weiter ein, oder? Ja. Ja. Wie gesagt, wir hatten kein Geld. Was ist erlaubt, um Geld zu verdienen? Ich glaube, sie dürfte sogar arbeiten gehen, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Ja, Emily ist wieder da mit dem Link. Hoppala, da ist der Sound vielleicht ein bisschen laut gewesen. Ich öffne mir die Seite jetzt auch nochmal. Weil ich glaube, wir hatten darüber auch philosophiert und ich bin der Meinung, sie durfte sogar arbeiten gehen. Aber ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil es ist halt doof, weil wer kümmert sich dann um die Kinder? Und deswegen werden höchstwahrscheinlich, außer die Regeln sagen das irgendwie anders, die Prinzessinnen nicht arbeiten gehen bei mir. Nein, darf sie nicht, glaube. Ich weiß halt nicht, weil in den Regeln steht dazu nichts.
Außer ich hätte. Ach, ich verkaufe die Zwerge jetzt, Leute. Es tut mir leid. Ich finde die Zwerge so ätzend. Ich finde dieses Fest so ätzend. Ich könnte theoretisch die Zwerge auch einfach rausnehmen, aber die bringen Geld. Hatte bei meiner Challenge immer Einzelkinder. Meine letzten Kinder waren dann Zwillinge und hatte dann 8. Oh nein. Oh nein, das ist ja dann richtig, richtig ärgerlich. Also ich habe schon gesagt, dadurch, dass ich ein paar Mods habe, kann ich das ja beeinflussen und dann kann ich das einfach ändern, dass das letzte Kind ein einzelnes Kind wird. Hallo Ultra Space Cat, herzlich willkommen. Mein erstes Kind hatte früher nur ein Bett, bis sie ein Teenager war. Habt ihr nicht mein eigenes Zimmer gegeben? Sie haben in einem Zimmer geschlafen, damit ich Lampen spare. Oh Mann, ich versuche hier so ein Haus auszubauen und sie haben eine ganze Weile keine Couch gehabt. Aber Hauptsache, sie hatten Betten. Also in der Englischen steht, dass sie keinen Job annehmen darf. Oh, naja, gut, dann mache ich das ja schon richtig. Ich muss auch sagen, wir sind bei den Challenges auch ein bisschen flexibel, um das mal so zu sagen. Also, was hat sie denn da? Kleiner Ausbruch wegen Hormonen oder schlechter Hygiene? Ja, dann geh mal duschen. Also ich halte mich jetzt nicht so 100% strikt an die Regeln. Deswegen. Ne? Weil sie hat zum Beispiel auch irgendwie eine Seniorin kennengelernt. Sie hat keinen Namen und ich weiß nicht, wer sie ist und ich weiß nicht, warum sie Freunde sind. Sie war einfach irgendwann da und ich habe keine Ahnung, woher. Und in den Regeln steht ja, dass sie nicht mit älteren Frauen reden darf. Von daher. Ne? Wir sehen das ein bisschen lockerer. Also die Grundregeln kennen wir und die Grundregeln beherrschen wir. Aber ja. Wir haben zum Beispiel auch gesagt, dass wir am Anfang einen Vater haben wollten für die Kinder, der keine anderen Kinder hat. Und dann kamen direkt 2 Tage. Eigentlich darf sie auch nichts mit Äpfeln essen, steht auch nur im Englischen. Das ist ja komisch. Habe ich auch noch nicht gelesen. Ich habe halt nur die deutschen Regeln hier. Aber okay. Na, es ergibt ja natürlich Sinn, weil Schneewittchen, Äpfel und sowas. Eigentlich ergibt es Sinn, aber es steht nicht in den deutschen Regeln und nach denen spiele ich. Zum großen Teil, aber wie gesagt, wir nehmen es halt nicht so eng. Wie gesagt, bei Fruchtbarkeitstest machen. Oh nein, sag jetzt bitte nicht. Ich habe das doch deaktiviert, oder? Oder ist das jetzt. Oh nein, bitte, bitte sag mir, dass es. Mann. Wenn ich das hier auf deaktiviert stelle, verschwindet das dann? Ich habe keine Ahnung. Ah, dann verschwindet das. Okay. Okay. Weil ich habe das Problem, dass bei dem Wonderful Wims Mod das irgendwie nicht funktioniert mit dem. Sims haben fruchtbare Tage und können dann schwanger werden und meine Sims werden das irgendwie nicht. Das ist ein kleines Problemchen, deswegen habe ich das deaktiviert und mache das halt über den Woohoo Wellness, glaube ich. Ich male jedes Kind per Vorlage an der Staffelei. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht sollten wir das auch einführen, dass wir sagen, okay, sobald sie Kinder sind oder so, malen wir sie einfach und hängen die Bilder auf. Weil, oder als Teenager? Ich weiß es nicht. Hallo Janine, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich habe schon alle Kinder und versucht, die gerade aufzuziehen. 4 sind schon ausgezogen, hatte aber nur Zwillinge, außer Ella. Ja, das ist ja hier genauso. Nur Zwillinge, außer unsere Cinderella, die bei uns dann Sisi heißen wird. Haben sie jetzt eigentlich alle gegessen? Ich bin jetzt so im Quatschen gewesen, dass die Sims jetzt eigentlich hätten machen können, was sie wollen. Aber zum Glück steht das Haus noch. Sie scheinen gegessen zu haben. Ich bin positiv. Okay, du hast nichts gegessen, aber er nimmt sich jetzt ein Gericht. Ich bin positiv überrascht. Meine Sims kommen doch ohne mich klar. Irgendwann lasse ich das Spiel einfach laufen. Okay. Leute, wir müssen die Sachen updaten. Warum heißt es Sisi? Weil.
Wir hatten im letzten Stream von Sims gebrainstormt, wie wir sie nennen könnten. Aber ich wollte nicht diesen standardmäßigen Ella-Namen, weil den irgendwie jeder für Cinderella benutzt. Und dann kam Emily auf die Idee, wir könnten sie ja Cici nennen. Also CECE, wie von Pretty Little Liars, die Cici. Und seitdem haben wir dann beschlossen, sie wird Cici heißen. Leider nicht so, aber dein Stream hilft. Oh, das tut mir leid, Janine. Das tut mir echt leid. Aber es freut mich natürlich, wenn der Stream so ein bisschen hilft. Und ich ein bisschen ablenken kann. Okay, wir konnten zumindest jetzt erstmal diesen Menstruationszyklus ausstellen. Das freut mich schon mal auf jeden Fall. Und ich musste das Spiel nicht neu starten. Was ich vorhin erzählen wollte, wo ich darüber geredet habe, dass wir die Regeln nicht zu 100% ernst nehmen. Also wir hatten uns ja Don ausgesucht, dass er der Vater unserer 7 Kinder sein wird. Und das aus dem Grund, weil er noch keine Kinder hatte. Jeder andere Mann, dem wir begegnet sind, der hatte schon Kinder. Und eines Tages, ich glaube so 2 Tage nachdem er bei uns eingezogen ist, kam eine Nachbarin zu Besuch, die schwanger war. Und wir haben dann festgestellt, dass es Dons Kind ist. Jade. Wie ist sie Jade? Ja, Jade, stimmt. Sie kam da vorbei, war schwanger und ich dachte mir so, nein, das ist jetzt bitte nicht Dons Kind. Und es war Dons Kind. Und dann haben wir ein bisschen gecheatet und haben einen anderen Vater ausgesucht. Das kleine Würstchen. Hallo, herzlich willkommen. Ah, mir geht's soweit ganz gut. Ich habe eine kleine Nackenverspannung, aber hey. Don hatte halt vorher viele Liebesbeziehungen. Ja, das muss ich schon sagen, das hatte er. Danke fürs Folgen, Sumo, und herzlich willkommen. Oh, Don Lothario denkt, dass Stella Wittchen extrem attraktiv ist. Wow. Ohne Verhütung. Diese Sims haben sich geeinigt, keine Kondome zu benutzen, wenn sie entechte Mächte haben. Ja, gut, unser Haushalt ist sowieso voll, von daher ist es komplett egal. Wie findet sie Don? Sie findet ihn auch extrem attraktiv. Ich habe nichts gemacht. Ich habe das. Ach so, da unten ist er hingerutscht. Ich habe den Mod einfach installiert und das erste Mal jetzt mit diesem Spielstand geladen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass die beiden sich extrem attraktiv finden. Wie gut bin ich bitte? Das Merkmal hast du noch nicht weggemacht von ihm, oder? Nein. Welche Tasse war das? Die hier. Nee, neues Bestreben. Ich glaube, wir brauchen 5000, oder? Tante Taea, danke fürs Folgen. Ich wollte Thea sagen. Aber da war noch ein A dazwischen. Immun gegen Läuse. Oh Gott, das habe ich ja zum Glück deaktiviert. 5000 brauchen wir, ja. Wirst du nur bis Generation Miranda spielen? Welch ist das? Merida ist 10, ne? Ich weiß nicht, gibt es danach noch welche? Also vorerst nur die 10. Es kommt dann drauf an, wie viel Spaß die Challenge dann noch macht. Welches Merkmal? Unser guter Don ist sprunghaft. Und das passt ja gar nicht zu uns, weil wir wollen ja unser Leben lang an uns binden. Und deswegen wollte ich das Merkmal loswerden, aber ich wollte nicht cheaten in der Hinsicht. Das heißt, wir haben uns quasi die selber auferlegte Challenge gestellt, genug Punkte zu sammeln, damit wir den Erneuerungstrank kaufen können und damit Don nicht mehr sprunghaft ist. Und das läuft relativ okay. Er möchte jemanden küssen. Wir haben ja, glaube, 3000 oder so bis jetzt. Es ist halt schon ein bisschen anstrengend. Es ist halt schon ein bisschen doller anstrengend. Dadurch, dass er so sprunghaft ist. Es gibt noch extra Generationen. In der deutschen Regelung steht das halt nicht, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt gewesen gerade. Okay, dann geh mal bitte die gute Stella küssen. Er möchte befördert werden. Wie viel brauchen wir denn da noch? Charisma-Fähigkeit. Dann wissen wir ja, was Don heute macht. Die Frau, die wir nicht kennen und die keinen Namen hat, möchte vorbeikommen. Nein. Don Lothario zeigt und trägt Anzeichen der Persönlichkeitsarten heldenhaft und liebend. Heldenhafte Sims sind
begierig darauf, den Mut zu zeigen, ihren Wert und ihr Selbstvertrauen zu beweisen. In der Folge können sie arrogant wirken, indem sie nach Fehlern anderer suchen, um sich gut zu fühlen oder Kämpfe anzetteln. Liebende Sims sehnen sich nach Intimität, leben, um Freude zu erleben und sind sehr leidenschaftlich. Dennoch riskieren sie mit ihrem Wunsch, die Liebe in anderen zu wecken, ihre eigene Identität zu verlieren und erscheinen oberflächlich. Passt ganz gut. Er hat die Überzeugungskraftfähigkeit erworben und ja, dann kann er jetzt hier hingehen und kann mal reden üben. Ich nehme außergewöhnliche Namen, zum Beispiel Tiara, Kalea, Kira, Aaron, Rachel. Eigentlich sind das richtig coole Namen. Wie viele braucht ihr? Wir brauchen 5000 Punkte und wir haben 3820. Und er möchte zwei Mahlzeiten zubereiten, wenn er inspiriert ist. Das Problem ist allerdings, dass wir durch den Slice of Life Mod so viele weitere Emotionen haben, dass ich es nicht hinkriege, ihn inspiriert werden zu lassen. Okay, es hat sich jemand um die Wäsche gekümmert, also halbwegs zumindest. Wir können... Sind das für Eigenschaften? Habe ich die schon mal gesehen? Ah, okay, ja, die habe ich schon mal gesehen. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Bitte einmal Wäsche waschen. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich hoffe... Oh Gott, nee. Erst den Flusenfilter wechseln und dann bitte Wäsche waschen. Ich habe Angst, dass sie in Flammen aufgeht. Gibt es auf Vornamen.com. Wir versuchen, bei mir zumindest, einen Namen zu nehmen, die aus dem Disney-Universum kommen, zumindest irgendwie. Also ich lasse ihn jetzt... Okay, er hat die Fähigkeit erreicht, alles easy. Dann kann ich das anheften. Und dann inspiriert. Wie wird er inspiriert? Energie verleihen. Inspiration, dann bitte dusch mal. Ich suche immer hier. Ja, die meisten Namen schlägt Emily vor, weil sie das Disney-Vornamen-Wiki quasi offen hat. So, sie könnte jetzt theoretisch... Wir könnten langsam anfangen, die Bilder auch mal auf Plopsy anzubieten, weil ich glaube, da können wir mehr damit verdienen. Ich versuche es mal. Und dann kann sie stricken, weil... Oh nein, nicht hier absetzen. Weil ich möchte Babysachen stricken. Er ist selbstsicher, er wird halt einfach nicht mehr inspiriert. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Kinder, Kinder, Kinder. So, Moment, Moment. Einser Grundschüler, Zweier. Und Zweier. Okay, die Mädels müssen auf jeden Fall noch besser werden in der Schule. Das geht so nicht. Zusatzaufgaben machen, bitte. Warum ist das bei ihr nicht markiert? Warum habt ihr alle eigentlich Essen im Inventar, Leute? Das kann auch nicht sein. Hallo, Vanni. Herzlich willkommen. Der Vater verdient weniger Geld als die Mutter bei einem Bild. Das ist bei mir aber auch immer so. Aber hey, Hauptsache ein bisschen aus dem Haus. Warum singen die Kinder die ganze Zeit? Warum, was kann ihn noch inspiriert machen? Ich weiß nicht, was noch inspirierend auf die Sims wirkt. Jedenfalls brauchen wir irgendwas, um dieses selbstsicher loszuwerden. Wobei wir Glück haben könnten. Ich möchte ein Nickerchen machen. Nee. 3 Stunden. Wegen dem Feiertag. Das ergibt natürlich Sinn. Oh, wir müssen noch dekorieren. Dekoration anbringen. Wieso habe ich hier nicht so einen Mittelstreifen durchgezogen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir haben Deko. Sie sind glücklich. Und dann kann er ein Festmahl kochen. Oh, es ist schon 20 Uhr. Egal, mach ein Truthahn-Festmahl. Dann, ich habe das Gefühl, der Tag ist irgendwie so schnell vergangen. Bitte einmal aufstehen und aufs Töpfchen gehen. Okay, und er ist zufrieden. Warum ist er zufrieden? Ich habe doch nichts gemacht. Na ja, gut, dann kannst du Turm bauen. Und du kannst danach formen. Und die Kinder
Ja, die können noch ein bisschen wach bleiben dann und können noch ein kleines bisschen essen. Don, unser Meisterkoch. Geh jetzt lernen bei. Ganz viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Spaß wahrscheinlich eher weniger, aber ganz viel Erfolg beim Lernen. Und danke fürs Reinschauen, Izida. Warum machst du dein Essen nicht fertig? Mach dein Truthahnfest mal fertig. So, sehr gut. So. Watchtime-Befehl gibt es bei mir noch nicht. Den muss ich immer noch einrichten. Ich vergesse es immer wieder, Leute. Ich notiere mir das jetzt. Es kann nicht sein, dass ich immer wieder vergesse. Watchtime. Notiert. Unabhängig ist das beste Merkmal für Kleinkinder, da nerven die nicht so. Ich lasse die Merkmale random bestimmen. Deswegen. Also, die Regeln besagen, dass ja ein Kind, also dass jedes Kind ein schlechtes Merkmal besitzen muss. Das heißt, wir bestimmen das als Kind immer zufällig. Wenn es ein gutes Merkmal ist, wird das Merkmal im Teenageralter schlecht. Und wenn es ein schlechtes ist, was sie als Kind kriegen, dann wird das andere auch random. Ich versuche es mit Watchtime auch jedes Mal. Oh, ich vergesse es jedes Mal. Das ist so furchtbar. Es tut mir so leid. Warum macht er ein Nickerchen? Kannst du bitte erstmal den Truthahn fertig machen? Ah, ich sehe schon die Kinder. Naja, okay. Die haben schon gegessen. Ich muss los, bei einem schönen Stream noch. Danke fürs Reinschauen, Unicorn Smiley, und bis zum nächsten Mal. Ist okay, er kann dann eigentlich schlafen gehen. Er könnte auch schlafen gehen. Geh jetzt einfach schlafen. Sie hat noch ein bisschen Hunger. Hallo Darkoron, herzlich willkommen. Und sie. Es war Elsa, oder? Ja. Sie kann dann schlafen gehen. So, und dann können die Zwillinge, wollte ich schon sagen. Es sind alles Zwillinge. Wir haben nur Zwillinge. Können die auch schlafen gehen? Er ist da gerade durch die Wand gegangen und vor seinem Bett aufgetaucht. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Aber Don schläft erstmal. Alles klar, Don. Alles klar. Und er hat. Oh. Leute. Oh, das tat jetzt weh im Nacken. Er hat es einfach immer noch nicht fertig gemacht. Don, was ist dein Problem? Zum Kleiderschrank hinzufügen, bitte. Oh, Don. War kurz weg. Willkommen zurück, Einhornpups. So. Schlafen Sie jetzt alle. Nein, sie macht aber noch einen Schlaf einfach. Ah, oh, Leute, Leute, Leute. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass Don einfach das Essen nicht machen möchte. Bei mir war das so. Snow bekam ein Baby, dann wollte ich etwas Action und habe sie noch ein Baby machen lassen. Um so zu tun, als wäre das aus Versehen gewesen. Na, hoppala, noch ein Kind. Ich weiß halt wirklich immer noch, dass bei uns, ich glaube, die Mädchen, entweder die Mädchen oder die letzten Zwillinge, ein Pärchen davon war ungeplant. Aber okay. So. Dann ist sie wach, kann jetzt einmal nachdenklich duschen und auf Toilette. Und dann isst sie einfach was. Don ist auch munter, das heißt, er kann jetzt endlich mal den Truthahn fertig machen. Komm schon, Don. Mach einfach den Truthahn fertig. Es kann doch nicht sein, dass er so lange dafür braucht. Und er muss auf Toilette. Dann kann er auf Toilette gehen und eine erfrischende Dusche nehmen. Och, die Kinder werden alle wach. Ja, gut, das dauert jetzt so lange mit diesem blöden Truthahn, dass sie sich einfach was aus dem Kühlschrank nehmen. Und ich kann es ihnen einfach nicht verübeln. Nehmt ihr einfach Reste. Nehmt euch einfach Reste. Es ist mir egal. Der Truthahn kommt dann in den Kühlschrank.
Und dann kann Don die Wäsche mal waschen. Haben wir das nicht gestern schon gemacht? Wow, es ist endlich ein Truthahn geworden. Respekt, Don. Du hast endlich den Truthahn in den Ofen gekriegt. Sie hatten schon drei Häuser und ist immer noch zu klein, aber so schön. Oh, das ärgert mich auch immer, wenn man schöne Häuser hat, aber die sind dann am Ende zu klein. Den Clip schaue ich mir nachher an, Emily. Er ist einfach der Meisterkoch in dieser Familie. Und trotzdem kriegt er es einfach nicht hin, alle zu versorgen. Naja, gut. Du kannst jetzt 2 Etagen Keller drunter bauen. Ja, also aktuell reicht der Platz hier noch. Aber mich ärgert es immer, wenn ich das Haus ausbauen muss und es sieht von außen so schön aus. Und ich will auch nicht alle Kinder in den Keller packen. So, sie muss dann noch. Ja, gut, jetzt sind die Eltern halt in den Badezimmern, ne? Aber schön, wie sie alles parallel machen. Gut, der hat ein bisschen längeren Weg, deswegen dauert das jetzt ein bisschen länger als bei ihr. Ich habe den Klirrer in den Discord gesendet. Dankeschön, Emily. Fenster sind überbewertet. Oh Mann, warum stinkt der denn? Eklige Sanitär. Ja, gut. Hier oben ist gerade niemand auf Toilette. Kannst du oben auf Toilette gehen und duschen? Oder will da jetzt einer von deinen Geschwistern hin? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich blick nicht mehr durch. Kinder, nehmt euch Truthahn zum Frühstück. Warum nicht? Und dann. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich tausche gleich einfach mal die Waschbecken aus. Derzeit ist die maximale Anzahl in Nachbarschaft. Okay, ist okay. Das ist vollkommen okay. Ist hier oben fertig? Müssen die Kinder nicht zur Schule? Warum geht er nach oben? Geht zur Schule. Ach so, er wollte auf Toilette, aber hat es nicht mehr geschafft, weil er zur Schule muss. Okay. Sie duscht ganz schön lange, habe ich das Gefühl. Aber okay. Ich nehme es einfach hin. Die leben einfach damit. Sie duscht halt ein bisschen länger. So, sie kann aufs Töpfchen gehen. Und er möchte gebadet werden. Das heißt, er kann Bad und dann fragt er einfach Don. Alice ist zur Schule, Liam ist zur Schule und die anderen beiden, glaube ich, auch. Dann schlafen 2 Kinder in einem Zimmer. Ich habe ein Kleinkindzimmer, damit jedes Kleinkind direkt ein Zimmer hat. Und bei mir gibt es schon einen Teenager. Bei mir quietschen gerade irgendwelche Kinder in der Nachbarschaft. Ich habe kurz überlegt, ob du in Sims meinst, aber ich dachte mir so, hä, bei Sims quietschen die Kinder doch nicht rum. Also unsere ersten Teenager kriegen wir tatsächlich in 8 Tagen. Ich habe auch die Lebensdauer ein bisschen hochgestellt. Per MC Command Center. Deswegen dauert das alles ein bisschen länger bei uns. Okay, die Wäsche ist fertig. Das heißt, wir können sehen, wie wird das Wetter heute? Es soll bewölkt werden, aber keinen Regen, das heißt, wir können sie an die Wäscheleine hängen. So, er räumt den Müll raus. Super, Don. Du machst das super. Geheiratet habe ich sie eigentlich direkt. Ich wollte, also ich hatte auch kurz überlegt, was ist Liebe? Wir haben heute einen noch nicht abgeschickten Liebesbrief von Elsa an eine Lehrperson gefunden. Er ist nicht anzüglich, aber wir dachten, die Eltern sollten informiert sein. Das ist unangebracht. Wir werden uns unterhalten. Aber ich wollte den Nachnamen nicht aufgeben und deswegen habe ich mir gedacht, ne? Jetzt muss er was. Oh, stimmt, 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 stimmt. Danke, Emily. Danke, danke, danke. Frühstück servieren, mach arme Ritter. Do it, Don. Koch. Wie viel müssen wir eigentlich kochen? 2 Mahlzeiten. Die Musiklehrerin von Elsa. Also, Elsa hat heute echt einen aufregenden Schultag, merke ich gerade. Sucht einen Darsteller für das Musical. Sie sieht zu ihr hinüber und bemerkt dabei nicht, wie aufgeregt das Kind neben ihr ist und wie gerne es auf die Bühne gehen würde. Soll Elsa die Chance ergreifen oder das andere Kind schicken? Oh nein, das. Generell hätte ich gesagt, los Elsa, du machst das, aber ich weiß gerade ihre Merkmale nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie das machen würde, aber ich glaube,
Einfach ein anderes Kind schicken. Naja, das andere Kind möchte ja auf die Bühne. Das ist ja Chance wahrnehmen, los. Ja, ich glaube auch, dass sie das machen würde. So, sie ist mit so vielen Geschwistern aufgewachsen, dass sie halt einfach jede Chance wahrnimmt, die sie hat. Als Elsa nach vorne geht, gibt die Lehrerin ihr ein Zimbel. Bing Dong. Sie macht so einen Krach, dass sie nicht einmal bemerkt, wie die Lehrerin schreit, sie soll endlich damit aufhören. Dann reißt ihr der Direktor das Zimbel aus den Händen. Ups. Oh nein, Elsa. Oh, die Arme. Außerdem ist Don ihr Vater, da würde sie niemals nein sagen, das stimmt. Das stimmt. Selber. Was hat sie eigentlich für Merkmale? Das ist eine Hundefreundin. Upsi, ja. Hoppala. Na nee, gut. Eigentlich haben unsere Kinder bisher nur gute Merkmale, oder? Ja, oh Gott, das wird so schlimm, weil sie als Teenager alle ein schlechtes Merkmal kriegen. Hat er jetzt? Oh, Don. Okay, wir brauchen noch einmal Inspiriertheit. Nachdenklich duschen. Sich erdrückt fühlen wegen Merkmal sprunghaft. Ja, das regeln wir, Don. Das regeln wir. Es ist ja auch die Regel, dass jeder ein Negativmerkmal bekommen soll. Boah, das wird so schwer, Leute. Das wird so schwer, wenn sie das alle als Teenager bekommen. Wie die Stimmung sich beim Kochen geändert hat. Ich hasse es. Er ist immer noch energiegeladen. Oh, ich krieg die Krise. Aber okay. Dann mach einfach mal irgendwas anderes. Und sieh mal dein verspieltes Gemälde. Ein Küsschen in Ehren. Louis ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Er hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Ich glaube, Louis war unser Don-Verschnitt, oder? Ist Spinnerin ein Negativmerkmal? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sisi muss ja Feinschmecker und ordentlich bekommen. Ja, ich sehe es gerade. Das wird lustig. Ich würde sagen, bei Louis sagen wir, so sind Kinder nun mal. Also ich weiß nicht, ob ich Spinnerin als negativ einschätzen würde. Da hätte ich eher sowas wie gemein oder eifersüchtig oder was gibt's noch? Ich kenne mich mit den negativen Merkmalen gar nicht so gut aus. Oder hier dieses sprunghaft Merkmal hätte ich da reingemacht. Aber Spinnerin, da sind sie eigentlich nur häufiger verspielt, oder? Ich habe Don auch als meinen Baby-Daddy sozusagen und es nervt so sehr, das mit dem sprunghaften. Ja! Ja, deswegen versuche ich das ja loszuwerden. Liebe ist toll. Romantische Sims müssen Liebe zeigen und. Okay, wenn er jetzt eine inspirierende Dusche nimmt, bringt das dann was? Nachdenklich. Okay, dann fehlt dir noch eins. Eigentlich, ja, faul ist auch so ein Negativmerkmal, aber Spinnerin hätte ich jetzt tatsächlich nicht direkt. Ist es Flynn? Okay, es ist Flynn. Komm schon, Don, werde inspiriert. Ansonsten musst du leider noch mal inspiriert duschen. Er ist beschämt. Er ist inspiriert, Leute. Wir machen Mittagessen und zwar Chili. Sie kann das verdorbene Essen aussortieren. Ich habe den Ehemann selber erstellt. Ja, das kann man ja auch machen, aber ich war einfach zu faul. Wir haben so lange gebraucht, Stella hinzukriegen und das Haus zu bauen, dass ich keine Lust hatte. Deswegen versuchen wir, so gut es geht, Sims zu nehmen, die es schon in der Nachbarschaft gibt. Vielleicht verändern wir die Sims ein bisschen, aber hey. Wie gesagt, wir machen uns die Sachen manchmal ein bisschen nach unseren Wünschen. Hallo Glücksklee, herzlich willkommen. Ich hoffe auch, du hattest einen schönen Samstag bis hierher.
Und ich freue mich, dass du da bist. Kannst du bitte weiterkochen? Don, was hast du für ein Problem? Mach Essen. Du bist inspiriert. Koch. Zero, herzlich willkommen. Koch einfach. Ich sehe es schon kommen, es wird nicht klappen. Ich warte einfach nur darauf, dass sich das der Wunsch erfüllt. Typisch, man keine Lust auf. Ich danke dem Sims-Gott dafür, dass es geklappt hat. Mein Samstag war supi und deiner. Ich habe Sport gemacht und mein Nacken tut weh, deswegen bewege ich mich vielleicht hin und wieder ein bisschen komisch. Aber hey. Ein Gala-Abendessen. Wir kennen keine Leute für ein Gala-Abendessen, aber ein Gourmet-Ding können wir machen. Das Gourmet. Wir machen einfach Gourmet-Obstkuchen. Und dann machen wir einfach heute Abend gleich einen. Wo macht man das denn? Da gesellschaftliches Ereignis, das machen wir gleich heute Abend. Es ist Freitag, wir machen ein Gala-Abendessen, das ist mir egal. Sonst kannst du ja aus der Galerie ein dunkelhäutiges Ehepaar machen und dann, wenn Cici unterwegs ist, auch ein Baby machen lassen und das Kind ist dann ein Junge und der zukünftige von Cici. Das klingt nach einem Plan. Boah, ich sehe es jetzt schon kommen, dass wir uns richtig hart Mühe geben müssen, dass die nicht als, also dass der zukünftige Ehemann von Cici dann nicht schon Kinder hat als Teenager. Aber ich weiß nicht, was ich in meinem MC Command Center falsch eingestellt habe. Aber meine Teenager, die haben alle schon drei Kinder. Ich habe keine Ahnung wie. Bar Obstkuchen mag fast kein Sim eigentlich. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum sie diese blöden Obstkuchen nicht mögen. Aber es gibt tatsächlich Sims, die mögen den, aber das ist wirklich eine Seltenheit. Haben wir eigentlich einen Computer? Nee, sonst hätte ich gleich mal meine Einstellungen geschaut. Oh, Moment. Gala-Abendessen. Gastgeber ist Don. Gast sind Flynn, Daisy, Stella. Ja, wir laden einfach Dominik und seine Ex-Freundinnen ein. Warum sind nur die beiden Kinder? Ist ja egal. Caterer machen wir für niemanden. Die Wittchen-Residenz. Achso, das startet jetzt gleich. Nee, das will ich nicht. Zum einen, sie hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Zum anderen machen wir das jetzt einfach hier. Er muss von 19 bis 2 Uhr einfach arbeiten, aber okay. Gala-Abendessen, Don ist Gastgeber, der nimmt halt einen Urlaubstag. Jetzt können wir plötzlich, ach so, weil das jetzt Stella ist. Ach, ist egal. Leute, es ist egal. Wir machen das um 15 Uhr. Abendessen um 15 Uhr, Leute, alles klar. Vielleicht hast du die Prozente für Kinder zu hoch eingestellt. Wir haben 7.900 Simoleons. Wir werden. Wir haben doch einen Computer, oder? Habe ich den verkauft? Ich glaube, ich habe den Computer verkauft, oder? Wie konnte ich nur? Wir werden uns das jetzt gemeinsam angucken. Vielleicht könnt ihr mir in der Hinsicht helfen. Ich kaufe jetzt einfach einen ganz einfachen Schreibtisch, einen einfachen Computer und einen einfachen Stuhl. Wir machen das erstmal so auf die Billo-Tour. MC Command Center, was ist das? Ist das. Ja, das müsste das hier sein. Andere Schwangerschaft. Alter bei Schwangerschaft, Pause, Schwangerschaft. Prozent automatischer Heirat. Eigenschaften für Schwangerschaft. Okay. Ausweis schwangerer Sim. Gültige Altersstufen. Ja. Den hast du damals verkauft, die waren pleite. Stimmt. Kannst du auch ausstellen, dass jetzt Teenager Kinder kriegen können. Ich wollte es ja nicht komplett ausstellen, weil es ist halt einfach realistisch, dass Teenager halt auch mal Kinder bekommen. Aber es ist halt teilweise, ne? Prozent Schwangerschaft. Ich habe nur 15%. Die prozentuale Chance, dass eine Schwangerschaft bei einem Sim passiert, 0 führt zu keinem. Ich mache das jetzt auf 5. Warte, ich mache das jetzt. 5% der Teenager kriegen ein Kind. Bei den jungen Erwachsenen sind es 25. Bei den Erwachsenen sind es zumindest 30. Und Senioren habe ich auf 0 gestellt, weil Senioren kriegen bei mir keine Kinder.
Also Teenager ist jetzt bei 5%. Das sollte eigentlich okay sein, wenn die jetzt, also bevor Cici Teenager wird, weil sie existiert ja noch gar nicht, werde ich sowieso privat noch ein bisschen spielen, dann werde ich das mal im Auge behalten, wie viele Teenager da Kinder kriegen. Ansonsten stelle ich das einfach auf 1 oder 2. Aber ich denke mal, 5 sollte eigentlich auch okay sein. So. Immer beim Begrüßungskomitee, ja. Jedes Mal bringen die einfach Kuchen mit und ich check's auch nicht, warum. Warum machst du das? Warum kannst du das nicht wegwerfen? Du brauchst ihr habt eine Mülltonne. So, jetzt kannst du es wegwerfen. Warum? Warum geht das jetzt nicht weg? Möchte mir das Spiel irgendwas sagen? Soll ich das komplette Spiel wegschmeißen? Was ist euer Problem? Okay, Gartensalat zubereiten. Dann bereite mal ein. Achso, jetzt ist es weg. Okay, alles gut. Ich dachte, ich muss jetzt schon das Spiel neu starten. Gartensalat, mache Partygröße. Gast für Kommen danken. Können wir das eigentlich auch machen oder funktioniert das jetzt nicht, weil sie kein Gastgeber ist? Warum stinken die Kinder? Verkauf die Sim-Früchte. Haben wir überhaupt Gäste? Ach, da. Mit Besitz prahlen? Nein. Ich sehe es schon kommen. Ich kann ihm nicht fürs Kommen danken, weil wir keine Gastgeber sind, weil ich einfach zu doof dafür bin, die ganzen Einstellungen zu machen. Aber hey, es ist so klar, die Sims gehen halt einfach. Ich hasse es. Egal. Sims gleichzeitig tanzen lassen, wir haben nicht mal eine Stereoanlage. Dann muss ich die kaufen. So viel Geld ausgeben, nur damit er seinen blöden Wunsch erfüllt kriegt. Und einfach die, wir gönnen uns mal richtig. So, Sims tanzen lassen sollte eigentlich okay sein. Keine Ahnung, was die Musik alles macht. Tanzen, tanzen, tanzen. Kannst du am Computer normal einstellen, dass dann die Familie dran kann. Und es speichert es auch. Zählt es nicht, weil wir die Kinder nicht als Gäste haben oder wie? Ach so, doch. Mirko zum Tanzen einladen. Tanzt. Tanzt. Tanzt bitte auch. Tanzen. Go. Stella, bitte. 3 von 3. Komm schon. Komm schon. Oh Gott sei Dank. Verspielt sein lassen. Ach. Warum? Warum möchtest du einen geschwärzten Barsch servieren, wenn du nicht mal den Gartensalat fertig hast? Don. Fürs Kommen danken. Gewürzfestival. Wir haben keine Zeit für das Gewürzfestival. Da. Computer sperren für jeden außer Haushalt. So. Erst fürs Kommen danken. Essen lassen. Dann zum Essen rufen. Esst! Esst, meine Freunde, esst! Okay, wir haben Silber. Alles gut. Wie viel fucking Essen da steht hier? Und das hat alles Don gemacht, glaube ich. Dieser Stress bei Sims, ich lieb's. Es ist halt wirklich so stressig. Ich lieb's auch. Aber wir haben sogar Gold. Etwas Kaffee oder Tee zubereiten. Nee, wir haben keine Kaffeemaschine und die kaufe ich jetzt nicht noch extra. Wir haben schon Gold. Und dann kann er hier den geschwärzten Barsch fertig machen. Und Stella kann einfach mal alles weglegen. Leg einfach. Obstkuchen hat er auch nicht fertig gemacht. Don, was machst du bitte einfach fertig? Ey, gleich bekommst du irgendeine geile Belohnung. Es gibt Money. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Dann den Obstkuchen bitte noch weitermachen. Bin ich die Einzige, die die Gefühle immer glücklich cheatet?
Also ich mache das tatsächlich gar nicht, weil ich diese Herausforderung möchte. Da gerade einfach nur Flammen gesehen und ich dachte schon, okay, jetzt brennt er. Er brennt quasi fürs Kochen. Ist der Boden da dreckig? Ja, tatsächlich, warum ist der Boden dreckig? Und warum machst du diesen Kuchen nicht fertig? Du musst in 2 Minuten zur Arbeit, Don. Geh zur Arbeit. Hau einfach ab. Nur streamt auch, aber ich bleibe bei dir. Oh, danke schön, Vanni. Danke schön. Hanea geht ja dann zur Arbeit, das heißt, sie wird hier aufräumen. Einfach alles weglegen. Moment, sind die Kinder satt? Okay, die Kinder sind satt. So, er ist auf jeden Fall müde, er kann dann mal schlafen gehen. Sie geht gerade aufs Töpfchen und dann kann sie schlafen gehen. Du kannst das hier mal aufräumen, weil ist so. Hast du Hausaufgaben gemacht? Hausaufgaben mit. Leute, macht eure Hausaufgaben. Macht einfach alle eure Hausaufgaben. Und sie guckt einfach so zu. Hey, was ist mit euch los? Wir beenden das mal vorzeitig. Drei Arten von ausgezeichnet. Reicht das nicht schon? Punkte! Wir haben genug Punkte, dass wir uns diesen blöden. Wo ist er? Wo ist er? Persönlichkeitsleser. Geldbaum. Den brauchen wir auch. Aber hier ist der Erneuerungstrank. Einlösen. Ja, do it. Oh mein Gott. Aber er geht jetzt erstmal auf Arbeit. Und sobald er von Arbeit kommt, nehmen wir diesen blöden Trank und ich speichere jetzt. Ich habe keine Lust, es nochmal machen zu müssen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Aber vielleicht kriegen wir es mit Stella irgendwie hin. Diesen, na, vielleicht auch nicht. Kind heiraten lassen, na, das wird noch dauern. Den. Kinder. Du hättest den Trank auch mit Stella kaufen können und ihm dann den Trank geben können. Ja, aber so ist es halt ein bisschen besser, weil er das dann halt quasi selber gemacht hat in dem Sinne. Er hat quasi selbst an sich gearbeitet, damit er ein besserer Vater und Vater ist. Okay, Alice schläft da. Zusatzaufgaben, ja, die machen sie dann halt das nächste Mal. Hauptsache, sie gehen jetzt erstmal schlafen. Und Hauptsache, es kümmert sich mal jemand um die Wäsche in diesem Haushalt. Gott, Leute, was ist hier los? Warum liegt hier überall Essen rum? Ein besserer Vater und Vater. Ja, aber mehr ist er aktuell nicht. Mehr bringt diese Merkmaländerung auch nicht. Makellos und trocken, dann nimm bitte auch die Wäsche noch ab. Und dann geh bitte auf Toilette. Theoretisch müsste hier auch mal jemand. Ja, dann jeder halt auch noch. Theoretisch müsste auch mal jemand das ganze Laub zusammenhaken, aber ich habe keine Zeit dafür. Was ist denn los? Albtraum. Ja, dann spiel halt ein bisschen, lerne ein bisschen was dazu und lass deine Schwestern einfach schlafen. Ist doch unmöglich. Also nicht immer, wenn man 7 Sims hat und einen Hund, der immer Probleme hat, hart und immer von zu Hause wegläuft und nach ein paar Tagen wiederkommt und immer krank ist. Aber das ist so ein Grund, weshalb ich selten bei Sims Haustiere habe, weil die immer weglaufen und dann immer krank sind und es nervt. Weil ich mir jedes Mal merken muss, wo ist nochmal eine.
Eine Tierklinik, weil ich die immer suche. So, kannst du den Kuchen vielleicht auch weglegen? Das ist ausgezeichnet. Bitte auch weglegen. Bitte auch weglegen. Bitte auch weglegen. Einfach weglegen, Stella. Aber jetzt ist er tot. Oh, das arme Hundchen. War nicht so einzeln mit 5 Hunden. Ups. Da würde ich sowas von durchdrehen. Ich meine, wir können ja bei Cinderella. Oh Gott, Leute. Mein Nacken. Warum? Was ist los? Warum wacht ihr andauernd auf? Geht schlafen. Okay, du stinkst und musst auf Toilette, also kannst du das mal machen? Und dann gehst du bitte wieder schlafen. Und warum ist das Kleinkind immer noch wach? Ich bin am Überlegen, ob ich Cinderella dann ein Haustier gebe. Sisi darf eh nur maximal 3 Kinder haben, heißt, da könnten schon Tiere sein, ja. Habt ihr eigentlich Interesse daran, dass. Wann kommt das neue Sims-Erweiterungspack raus? Kommt das nächste Woche Freitag? Ist es nächste Woche? Ist es am 13.? Wie heißt es? Sims 4? Schneeparadies. Ja, wann kommt es denn raus? Freitag, wenn ich mich nicht täusche. Ich hatte auch irgendwie den 13. im Kopf, aber ich weiß es gerade nicht. Hättet ihr Interesse daran, dass wir dann nächste Woche Freitag in das Erweiterungspack, ja, 13. November, nächsten Freitag in das Erweiterungspack reinschauen und uns das einfach mal in einem Stream vornehmen und gucken, was es so Neues gibt? Ich spiele Sims 4 auf der PlayStation und da kann man kein CC haben. Deswegen finde ich es cool, dass du auch nochmals und kein CC hast. Ja, also ich muss sagen, ich würde ohne die Mods deutlich weniger spielen, weil die halt schon sehr viel ausmachen. Aber CC braucht man nicht unbedingt. Ja. Dann, weil ich habe auf jeden Fall vor, mir das Erweiterungspack zu holen, einfach weil ich das irgendwie so cool fand. Also ich war vom Trailer begeistert. Das haben wir uns ja auch gemeinsam angeschaut. Und ich fände es dann auch ganz interessant, wenn wir uns das Pack dann am Freitag anschauen. Freitag der 13. Unglückstag. Muss nicht sein, Darkoron. Muss nicht sein. Okay, sie ist dann auch schon ganz schön müde. Das heißt, sie kann auch mal ein Nickerchen machen. Warum steht ihr immer auf? Geht einfach schlafen. Nein, sie hat diese Bärenphase. Oh nein. Oh Mann. Ja, Freitag, da schreibe ich eine Mathearbeit. Oh Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe auch nicht so viele Packs. Also bei der PlayStation 4 kamen die Packs ja so schnell hintereinander raus, dadurch, dass es sehr verzögert. Was für Bärenphase, was ist das? Kennst du das nicht, Emily? Das ist die nervigste Phase, die es bei Sims 4 gibt bei Kindern. Es ist so ätzend. Die laufen den ganzen Tag in einem Bärenkostüm rum. Und wenn sie kein Bärenkostüm haben, sind sie, glaube ich, schlecht gelaunt. Es ist einfach so anstrengend. Ich habe Elternfreuden nicht. Oh Gott. Dann sei froh, dass du diese Bärenphase nicht ertragen musst. Noch nie gehört, nie. Ich habe das Gefühl ständig, dass die Sims diese Bärenphase haben. Und ich hasse es. Ich hasse es, weil es einfach so seltsam ist alles. Freitag der 13. war der letzte Tag, an dem noch alles normal war. Also der letzte. Ja, aber. Ne? Ja, das ist gut, dass diesmal Sims rauskommt, dass wir auch was Gutes an einem Freitag, dem 13. haben. Ich hatte die auch noch nie. Wow, Melina. Das ist auch Glück. Also echt, weil die Bärenphase, das ist halt einfach ätzend. Ich bin schon froh, dass wir das nur bisher bei einem Kind haben. Du bist doch nicht mal munter. Ich hasse es. Ich hatte sie zuletzt in meiner 100-Baby-Challenge davor auch noch nie. Ich habe die gefühlt in jeder Familie mindestens einmal. Ich hatte die Phase noch nie. Ihr seid solche Glückspilze, Leute, weil die Bärenphase ist halt wirklich so seltsam einfach. Die ist so weird. Und ich werde jetzt
Ich werde jetzt das machen, was ich schon lange hätte machen sollen. Wir werden mehr Wäschekörbe kaufen. So. Wäschekorb. Und dann. Wo ist er denn? Bin verwirrt. Dann stellen wir hier oben. Oh, das passt wahrscheinlich nicht. Ich stelle es einfach in den Flur und noch einen Wäschekorb hin. Hatte ich auch noch nie wahrscheinlich, weil ich nie mit Kindern in der Familie spiele. Was ist mit den Kindern? Warum stehen die alle um 3 Uhr nachts auf? Warum ruckelt das Spiel gerade ein bisschen? Was ist los? Hätte ein Freund, das ist mein einziges Gameplay-Pack mit Star Wars, weil mein Bruder das haben wollte. Und Star Wars ist das einzige Pack, was ich nicht habe. Aber Elternfreuden finde ich tatsächlich ein sehr gelungenes Pack, muss ich sagen. Also das gefällt mir von den Gameplay-Packs, glaube ich, eigentlich ganz gut. Es ist Samstag um 3 Uhr und die Hälfte unserer Kinder ist gefühlt wach. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Und diese Lampen bringen auch einfach rein gar nichts. So, und du gehst dann bitte nach oben und schläfst ein bisschen weiter. Ich finde es halt einfach so lustig, wie man teilweise in der unteren Etage ist und man hört von der oberen Etage Geräusche. Er ist beschämt. Warum dann? Weil er ein paar Pickelchen hat. Alles wird gut, Louis. Alles wird gut. Wenn Schule ist 5 Uhr. Und wenn keine Schule ist, 7 bis 10 Uhr, 8, aber nicht mehr drauf. Also in Sims. Ich dachte schon, du musst um 5 Uhr aufstehen, um zur Schule zu gehen. Aber das wusste ich zum Glück nie. Ich habe immer bis um 6 schlafen können. Okay, dann geh halt ein Hotdog essen. Oder was willst du essen? Ein Stück nehmen, anscheinend Kuchen. Überall Wäsche liegt wegen dem Kostüm. Ich hasse es, diese Wäsche, ne? Die Wäsche in Sims 4 ist einfach mein Endgegner. Es geht nicht anders. In Schule stehe ich um 5 auf und so. Und sonst so um 13 Uhr oder später. Boah, Emily, wie kriegst du das hin? Dass du deinen Schlafrhythmus dann im Griff hast, dass du trotzdem um 5 in der Schulzeit aufstehen kannst. Sims brauchen eine Stunde zum Essen, das ist so ätzend. Es gibt ja beim MC Command Center die Möglichkeit, die Zeit ein bisschen zu verlangsamen. Das Problem ist halt einfach, dass die Aktionen dann genauso langsam sind. Sagen wir es so, ich mache viele Nächte durch. Boah, das ist so eine Sache, die konnte ich nie. Wirklich nie. Ich habe das, glaube ich, in meinem Leben einmal gemacht, dass ich Nächte durchgemacht habe. Ansonsten, nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das konnte ich früher nie und das kann ich heute auch noch nicht. Heute ist so bei mir 23 Uhr und ich bin einfach komplett müde. Was heißt 23 Uhr? Das fängt ab 21 Uhr an. Dann bin ich halt einfach müde. So, es ist Samstag. Das heißt, die Kinder können mal ihre Hausaufgaben machen. Okay, das Spiel hat sich wieder gefangen. Es läuft wieder flüssig. So, und dann kann sie Reste nehmen. Reden wir ein Pirat-Tag. Ja, wow. Wie sieht es bei den beiden aus? Sie sind immer noch müde. Die kleinen Kinder, immer noch müde. So, ihr könnt dann aber aufs Töpfchen gehen, wenn ihr mal aufgestanden seid. So. Bei mir so jede Woche oder 2 Wochen mindestens einmal die Nacht durchmacht, weil ich zu dumm bin, einen normalen Rhythmus zu halten. Ich war jetzt gerade ein bisschen erstaunt, wo plötzlich. Nein! Ah-ah. Völlig selbstständig. Ich kann alles selbst und ganz ohne Hilfe. Ja, ich bin stolz auf dich. Jetzt geh aufs Töpfchen und dann schlafe noch ein bisschen. Ist doch nicht auszuhalten mit den Kindern hier. So, was ist mit ihr? Sie hat Hunger. Sie kann mal die Wäschehaufen aufheben, dann kann sie sich schnell abduschen und dann nimmt sie sich mal bitte auch Reste. Was ist mit ihm? Er hat noch ein bisschen Schlaf.
Yo, bin Poetry. Hallo und danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Sag mal, hat einer von euch in der Lotterie in Sims gewonnen? Nein. Nein. Ich habe da noch nie gewonnen. Das Schlimme ist, wenn ich irgendwie sehe, wer gewonnen hat, sind es meistens die Landgrabs oder ein Haustier. Und das ist so ätzend. Ich habe noch nie gewonnen. So, warte, sie war diejenige, die... Okay, macht sie. Die Wäschehaufen einfach zusammenträgt. Ich würde auch mal gewinnen, euch auch. Ich wünschte, man könnte irgendwie die Prozentzahl wenigstens einmal erhöhen, damit ich das mal miterleben kann. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe es einfach nie. Okay. Er kann dann hier unten über die Wellen nachdenken und dann den Lokus benutzen. What the fuck, ein Haustier hat bei mir noch nie gewonnen. Doch, bei mir schon. Hier diese Bürgermeisterkatze, glaube ich. Weiß nicht genau, wie sie heißt. Aber die hat auf jeden Fall mal gewonnen. Ich habe mir gedacht, warum darf ich nicht gewinnen, aber eine Katze. Zusatzaufgaben erledigt. Okay, dann kannst du auch noch deine Zusatzaufgaben machen. Wenn du fertig bist, kannst du auch deine Zusatzaufgaben machen. So. Kann hier einer von den Kindern Blätter rächen? Und sie ist halt einfach wach geworden, weil das Kind sie geweckt hat. Ja, Applaus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, was? White Fam, herzlich willkommen. Passt ja ganz gut. Jemand möchte das Bild kaufen. Für wie viel? 4.000! Oh. 4.000, Leute! Kann man überhaupt gewinnen? Ja. Okay, wir verkaufen das für 4.000. Das hat sich sowas von gelohnt. Ich habe letztens in echt zwei Verlosungen hintereinander gewonnen, weil ich fast die einzige war, die mitgemacht hat. Ich habe einfach geheult. Aber hey, Hauptsache gewonnen. Ich mache jetzt erst was zu essen. Schau ich fürs Erste. Guten Appetit, Glücksklee. Und vielleicht bis später. Man könnte jeden Tag als Feiertag Lotterie loskaufen machen und irgendwann gewinnt man dann. Ja, irgendwann. Irgendwann. Okay, Don, wie müde bist du noch? Okay, er ist noch sehr müde. Das heißt... Ach so, okay, ich wollte gerade sagen, sie kann ja Essen kochen, aber okay. Dann eben nicht. Dann holen wir einfach... Wobei, wir brauchen eigentlich kein Essen kochen, wir haben genug. Ne, den Kuchen hole ich jetzt nicht raus. Wir holen einfach das hier. Den geschwärzten Barsch und den können die Kleinkinder mal essen. Ah, okay, sie kann das auch essen. Alles klar. Sie möchte Wäsche zum Wäschekorb bringen. In der Geekon habe ich mal gewonnen, weil ich der Einzige war, der mitmachen konnte, da die anderen Computer durch Regen kaputt gegangen sind. Aber Geekon gewinne ich tatsächlich auch relativ häufig. Also nicht so oft, aber relativ. Danke fürs Folgen, White Fam. Willkommen zurück, Räubertochter. Oder man löscht alle Sims, damit die nicht so viele gewinnen können. Oh mein Gott. Einfach insgesamt 40 Euro Amazon-Gutscheine gewonnen. Aber das lohnt sich halt auch voll, weil Amazon-Gutscheine kann man halt immer gebrauchen irgendwie. Was ist... Warum isst du nicht? Kannst du essen? Warum kannst du jetzt essen? Was ist dein Problem? Kannst du jetzt essen? Stimmt, da war ja was. Kannst du jetzt essen? Nee, kann ich das Objekt zurücksetzen? Kannst du jetzt essen? Okay. Vor allem hatte ich einen Sim, der da gerade mit Kommen angefangen hatte, also auf Level 2 war. Das... Jaxi, danke fürs Folgen und herzlich willkommen. Das hatte ich tatsächlich auch schon häufiger. Dass Sims eigentlich gar nicht programmieren konnten, aber sie haben dann da gewonnen, weil einfach kein anderer mitgemacht hat oder so. So, sie muss mal auf Toilette und dann kann sie stricken. Nein, nicht Objekte. Ich möchte, dass du Pullover strickst. Jetzt Zelle, hattest du das? Da auch? Also ich habe das relativ häufig. Ich habe da nie irgendwo in Sims gewonnen. Oh. Ja, manche Leute nehmen ihr Handy mit auf Toilette und Stella strickt halt einfach. Vollkommen okay. Ich verurteile hier niemanden.
Kannst du aufräumen? Ich weiß gar nicht, wie ich die Kinder beschäftigen soll. Da haben wir den krassen PC gewonnen. Den aber verkauft, weil kein Geld. Wir haben da einen PC gewonnen. Daran kann ich mich ja überhaupt nicht mehr erinnern. Wo war ich zu dem Zeitpunkt? Kann mir da auch Blätter rächen? Nee. Sie auf der Toilette strickt. Wegwerfen. Sie strickt halt einfach weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich finde es schön, dass ihr euch besser daran erinnert als ich. Ach ja, die kleinen Kinder. So ist es, wenn man Kinder hat, dann kann man nicht mal mehr allein aufs Klo gehen. Daisy hat Level 3 der Denkfähigkeit erlangt. Wie kann man Blätter rächen? Wenn Blätter auf dem Boden sind, einfach auf den Boden drücken und dann steht dort Blätter rächen. Könnt ihr jetzt vielleicht mal irgendwas lernen? Bitte? Kannst du vielleicht die Toilette nicht so lange blockieren? Deine Blase ist voll, leer. So, und um 11:30 Uhr ist Don auch erwacht. Wir haben uns so gefreut und du weißt es nicht. Herrche dich selbst, tut mir leid. Aber ich vergesse auch die Namen unserer Kinder, von daher. Es ist jetzt keine große Überraschung. So. Die Kinder spielen, die beschäftigen sich von selbst, das ist super. Dann muss ich das nicht machen. Das war relativ am Anfang, ja, das ist aber auch schon einen Monat her oder so. Ich glaube, ich hatte am 1. Oktober angefangen mit der Challenge. Ja, kann jetzt irgendwas machen. Ach so, der Techtelmechtelbusch. Können die Kinder eigentlich angeln? Ich werde Liam jetzt einfach angeln lassen. Man kann auch ein Baby im Blätterhaufen machen. Ich bin da immer fächelnd dagegen. Ich weiß gar nicht, kann man das in. Ja, auf Tuchfühlung gehen mit. Okay. Wie sie halt immer noch auf der Toilette sitzt. Stella, wir haben nur drei Toiletten. Kannst du bitte nicht. Drei Arten von ausgezeichneten Speisen kreieren. Ja, das machen wir vielleicht irgendwann. Aber wir brauchen das nicht mehr. Oh mein Gott, Leute, wir haben vergessen, dass wir diesen Trank haben. Persönlichkeitsmerkmale ändern. Do it! Do it, Don! Stimmt, ich habe ihm ja vorher noch die Aufgabe. Hä, was ist mit den Kindern los? Okay, wir werden einfach nur sprunghaft wegnehmen und geben ihm dafür. Familienbewusst? Wollen wir ihm familienbewusst geben? Weil er hat ja jetzt seine Familie. Mag keine Kinder. Da, familienbewusst. So. Also Don ist jetzt aktiv, romantisch und familienbewusst. So, sehr schön, ich bin zufrieden. Das Arktikorn. Okay, es hat gespeichert, das heißt, wir speichern hier. Ich hätte es fast vergessen, wirklich. Ich habe ja gesagt, ja, wenn er von Arbeit kommt, machen wir das. Und dann kam er von Arbeit und mein Gehirn so. Was hatten wir vor? Okay. Haben eigentlich irgendwann demnächst Kindergeburtstag? Nächste Woche Samstag, die Jungs. Okay. Muss ich mir merken. Vergesse ich sowieso wieder. Don braucht Spaß. Ah, sie. Und die Toilette stinkt. Deckschrubben. Und dann können sie mal auf Tuchfühlung gehen. Und dann haben sie hoffentlich beide ein bisschen Spaß. Ja, oder Don kümmert sich halt selbst drum. Ist auch okay. Wow. Wow, Sims. Was ist mit dir? Schlafen? Nee. Kannst du angeln? Kannst du einfach ein bisschen angeln für uns? Für deine Familie? Nein?
Okay, dann geh halt nach Hause und iss was. Reste nehmen. Bitte Alltagskleidung. Ja, es wäre schön, wenn du dich umziehen würdest. Ach so, okay, sie machen erst. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Hä, irgendwie sieht das total komisch aus. Hä? Was ist das? Das sieht aus, als wäre es Pudding. Sims ist ab 6, ja, aber das ist halt, also die Animation in dem Busch sieht besser aus als das. Weil das sieht halt einfach nur komisch aus. So, was zum Teufel ist das? Don, du kannst Mittagessen machen. Hallo Jackie, herzlich willkommen. So. Das ist echt die komischste Animation, die ich je gesehen habe in Sims, glaube ich. Da mag ich die in der Mülltonne noch lieber als das. So. Ja, wie beschäftigen mehr als einfach die Kinder? Was haben die eigentlich für Lebensträume? Ich meine, da steht ja, dass sie entweder gute Noten haben müssen oder ihr Bestreben erfüllen sollen. Die sehr gute Note haben die Jungs zumindest. Das heißt, mit den Jungs sind wir theoretisch durch. Da Einser, Einser, ja. Sie ist auch Einser. Sie ist auch Zweier-Grundschülerin. Aber warum ist sie besser als ihre Schwester? Ich bin verwirrt. Warum habt ihr Essen in eurem Inventar? Ja, die Whirlpool-Animation, die ist cool. Aber die im Blätterhaufen. Ich meine, was war das? Ich habe das, wie gesagt, noch nie gesehen. Ich bin einfach nur komplett verwirrt. So, warum habt ihr keinen Spaß? Geht nach draußen und schaukelt. Okay, er hat Spaß. Wieso sind die zufrieden? Hat sie das Bild schon verkauft? Ja, okay. Kann sie jetzt noch ein bisschen stricken. Ich möchte für Cici Babysachen gestrickt haben. Okay, das Strickprojekt ist abgeschlossen. Sehr schön, wie schnell das ging. Wieso hat eigentlich... Elsa möchte ihr Bärenkostüm tragen. Unsagbar traurig. Warum trägt sie es dann nicht? Ich meine, ich freue mich, dass sie es nicht trägt. Aber kann ich das irgendwie triggern? Tagträumen, im Sonnenlicht baden, Bärenkostüm. Man, dann zieh halt ein Bärenkostüm an, ist okay. Haben wir halt jetzt ein bärenstarkes Kind. Sie strickt da schön. Die Kinder, die machen so ihre Sachen. Wie sieht es mit der Arbeit aus? Da braucht er gerade nichts mehr machen. Okay. Ah, Leute. Wäsche waschen einmal bitte. Dann Teile plündern. Vielleicht kann er dann noch ein bisschen die Geschicklichkeitsfähigkeit lernen. Und dann können wir die Sachen aufbessern. Beziehungsweise ich wollte ja auch die Waschbecken ein bisschen erneuern. Ich bin froh, dass Don in unserem Haushalt ist. Ansonsten würde ich wirklich bei jedem Sim, der schwanger ist und vorbeiläuft, denken, das wäre sein Kind. So. Dann bitte einmal die Wäsche machen und dann kann er. Okay, er muss in einer Stunde zur Arbeit. Aber warum kann er das nicht verbessern? Level 7. Ist Don Mixer oder Koch? Er ist Mixer.
Besser, und das kann er auch nicht. Was kann er denn überhaupt? Wir könnten das Mixen üben. Dann arbeiten wir schon mal ein bisschen vor, die eine Stunde, bis er arbeiten muss. So, er kann das schon sehr gut. Der ist Level 7. Bin erstaunt. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Sim, der Level 7 in der Mixenfähigkeit hatte. Und er ist Level 7. Okay. Das ist cool. So, was macht sie jetzt? Okay, sie ist auf dem Klettergerüst. Sie spielt mit dem Spielturm. Leute. Warum das Bärenkostüm? Warum? Level 4 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Alles klar. Ihr macht das super, Leute. Ihr macht das super. Ihr seid klasse. Kann er je. Achso, er hat immer noch ein bisschen Hunger. Warum esst ihr nichts? Nimm ein Gericht. Hey Björn, ich dachte mir, ich könnte heute ein wenig mit dir feiern. Wir heißen nicht Björn. Okay, sie können da auch noch was essen. Sie können da auch noch was essen. Ja, die Kleinkinder sowieso. Die kleinen Kinder sollten immer irgendwas essen, damit die nicht hungrig sind. Wenn er zur Arbeit geht, lass ihn fleißig arbeiten, so wird er besser und befördert. Klappt das jetzt schon? Hier auf Arbeit. Mit wem auch immer er redet, aber okay. Ich hinterfrage es nicht mehr. So, Stella ist schon am Stricken. Wie soll das Wetter werden? Okay, dann können wir das zur Wäscheleine bringen. Du musst zur Arbeit, fleißig arbeiten und die Kinder. Wie ist man mit dem bärenstarken Kostüm? Genau so, indem man es sich in die Nase steckt. Oder ins Auge. Was ist das vor allem für ein Kostüm? Ah, guck mal, da steht ein Nachbar von uns in der Tür, den wir nicht eingeladen haben. Bitte geh wieder. Ich habe gerade eine Wette abgeschlossen, der Verlierer musste dir Geld geben. Vergeude es nicht. Okay, wir nehmen es an. Naja, 38 Simoleons sind besser als nichts. Kannst du bitte gehen? Klaut er gerade von unserem Essen? Sag jetzt bitte nicht, er macht eine weiße Torte. Was? Seltsam. Wieso macht er sie? Ey, ich weiß es nicht. Hey, ich weiß es nicht. Er möchte die ganze Zeit schlafen. Dann setzen wir ihn halt auch mal zurück. Warum hat es sie auch zurückgesetzt? Naja, zumindest ist sie satt. Wessen Hausaufgaben sind das? Wer hat seine Hausaufgaben liegen gelassen? Liam. Was sind bitte deine Zusatzaufgaben? Und die anderen Kinder, die gehen jetzt einfach ins Bett. Ich habe nämlich keine Lust mehr. So viele Kinder zu bespaßen, ist anstrengend. Okay, er geht aufs Töpfchen und danach kann er ins Bett gehen. Mal sieh, hat die Wäsche aufgehangen. Sollte jetzt eigentlich was essen? Frühstückseierlei. Kannst du was essen? Und dann sollte sie eigentlich noch ein bisschen weiter stricken können. Weiter kochen, wollte ich gerade sagen. Aber sie ist auch müde. Ich glaube, ich schicke sie dann erstmal ins Bett. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen was essen. Ein bisschen schlafen. Und er kann nach den Hausaufgaben auch ins Bett gehen. Wobei, er darf erstmal vorher noch auf Toilette gehen. Dann kann er ins Bett. Die Musik machen wir einfach mal aus. Und ich habe keine Lust, dass unsere Stromrechnung dadurch erhöht wird. Okay. Soweit schlafen alle Kinder. Sie hat immer noch hier dieses Frühstückseierlei. Ach, Leute. Wenn er jetzt noch
seine Hausaufgaben fertig kriegt und dann bitte die Hausaufgaben auch einpackt und nicht wieder auf den Tisch legt, dann wäre ich ganz glücklich. Ich habe Geld gecheatet, nur um das Haus mit den wichtigsten Dingen auszurüsten und jetzt bin ich halt pleite. Oh nein! Oh nein, das ist halt ärgerlich. Besonders ärgerlich ist es, wenn man sich Geld cheatet und dann kommen die Rechnungen und man hat dann kein Geld mehr. Wieso schreibe nur ich, weil die anderen wahrscheinlich den Stream einfach nur anschauen. Es ist ja niemand gezwungen, in den Chat zu schreiben. So, und schlafen, außer Don, der ist noch auf Arbeit. Aber wenn er nach Hause kommt. Ah, ich finde es schön, dass er mit voller Blase nach Hause kommt. Okay, reden wir. Ein Pirattag ist vorbei. Schnell weg. Ich habe gerade so einen veganen Pudding probiert. Wie hat der geschmeckt? Ich habe noch vegane Schokolade liegen. Aber ich hatte noch keine Zeit, sie zu kosten. Ich bin auch gespannt. So, okay. Nicht so geil, fand den sehr künstlich. Aber das ist schade. Mit essbarem Löffel, was? Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. So. Alle schlafen. Ich werde speichern. Mitspioniert. Okay. Warum? Bärenkostüm. Oh nein, ist diese Bärenphase immer noch. Oh, ich hasse es. Aber oh, ich hasse Sims. Nimm die Reste. Dieses Bärenkostüm. Ich schreibe nicht, weil ich nebenbei Sims spiele. Ja, das kenne ich halt einfach voll. Ich kenne eine Animal Crossing Streamerin. Bei der schaue ich jedes Wochenende Animal Crossing zu, so mindestens so 1, 2 Stunden. Und ich spiele immer parallel selber Animal Crossing, weil ich dann durch den Stream so Lust drauf kriege. Und deswegen kann ich das halt voll nachfühlen, wenn Leute sagen, okay, ich lasse den Stream nebenbei laufen, gerade wenn es so Sachen wie Sims oder Animal Crossing sind. Und spiele nebenbei selber, weil ich das so nachvollziehen kann, weil ich es selber auch mache. Ich koche, by the way, nebenbei. Ich bin nicht verschwunden, du Kuschelbärchen. Oh, Melina, das klingt doch voll süß mit dem Kuschelbärchen. Was kochst du Schönes? Es gibt einen, der sehr gut schmeckt, laut meiner Mutter, den habe ich noch nicht getestet. Hat nach künstlichem süßen Haselnuss-Schokoladenpudding geschmeckt. Also, wenn ihr mal veganen Pudding oder sowas oder veganen Joghurt findet, den ihr gut findet, dann schreibt mir bitte. Weil Joghurt habe ich tatsächlich noch nicht so häufig in vegan gesehen, wenn überhaupt. Mama macht Buletten, ich mache Kartoffeln und Bohnen. Oh, das klingt voll lecker. Ich weiß noch gar nicht, was ich heute esse. Aber ich weiß, dass meine Sims heute alle Reste essen werden. Es ist Sonntag. Warum tue ich so, als müssten die Sims alle zur Schule oder so? So, sie kann dann auf Toilette, kann eine Dusche nehmen. Schreib nicht rein, weil ich nebenbei putze. Oh, wenn du da fertig bist bei dir, kannst du bei mir gern weitermachen. Ich hasse Putzen. Ich weiß, dass ich Snacks brauche, weil heute um 21 Uhr habe ich was vor. Ich weiß auch genau, was du meinst. Ich glaube, ich werde heute auch mal reinschauen. Und wenn ich Angst habe, dann gehe ich wieder. Merkel ist Luft und das V ist ein Herz. Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Bin mir nicht sicher. Schreibt meine Formelsammlung für die Meisterschule. Oh Gott. Ihr habt alle zu tun. Und ich sitze hier und spiele Sims. Ihr seid ja alle produktiver als ich. Das geht doch gar nicht. Wir haben übrigens Winter. Das heißt, ist da in unsere Sims wieder um. Aber erstmal darf sie dann auf Toilette gehen. Wenn du Angst hast, dann schreibst du mir. Ich kenne das Spiel halt gar nicht, deswegen. Ich weiß nicht.
Was ist um 21 Uhr? Da bin ich dumm. Da streamt jemand, den Melina und ich folgen. Ich denke mal, ich werde das nachher nochmal explizit sagen vor dem Raid. Also ich werde vor 21 Uhr Schluss machen, auf jeden Fall. Weil ich möchte noch zu jemand anderem raiden. Denn sie hat heute Geburtstag und dann möchte ich einen Geburtstagsraid rüber schicken. Aber da streamt Alex. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Melina könnte theoretisch den Link einfach mal reinposten, weil why not? Und da wird heute Abend Horror gestreamt. Ihr kennt mich, ich bin schreckhaft, deswegen ich werde kurz reinschauen und dann je nachdem, ob mein Herz es verträgt oder nicht, entweder gehen oder bleiben. Ich habe meine Hausaufgaben für Mittwoch gestern um 3 Uhr nachts gemacht. Oh Gott, Emily, schlaf! Schlaf bitte einfach ein bisschen. Hallo Lady Carlo, herzlich willkommen. Melina, so Hardcore-Werbung. Ich verstehe. Eine Sache, die ich aber nicht verstehe, ist, warum immer alle Links 3 oder 4 Mal posten. Weil, wenn ich irgendwie einen Link poste, ich pack den einmal rein. Warum immer so oft hintereinander? Vielleicht ist das so ein Twitch-Ding, was ich noch nicht gecheckt habe, weil ich selber kaum Links reinposte, aber falls der Chat zu schnell wird. Ah, okay, das ergibt natürlich Sinn, aber wir sind hier eine kleine, gemütliche Runde. Ja, not human. Heute ist Horror Night. Ich habe jetzt schon Angst. Aber ich glaube, das Spiel soll gut sein. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen bin ich neugierig. Ja, okay, spielt halt am Computer. Ist okay. Wenn ihr Spaß braucht, dann macht das halt. Hier ist die Toilette schon wieder kaputt. Leute, warum macht ihr immer alles kaputt? Und dann können wir Sim bearbeiten und dann können wir die umstylen. Mathe macht mir Spaß. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Okay, wir haben Winter, das heißt winterliche Kleidung. Ich denke mal, ich werde heute bis spätestens 19 Uhr machen, weil ich muss ja auch noch Abendbrot essen und sowas. Und dieser blöde Nacken regt mich auf. Ah, Winter, Leute. Winter. Wir müssen. Das ist das Kostüm, was ich zum Winter bräuchte, weil es einfach so flauschig und warm aussieht. Aber wir brauchen Wintersachen. Das würde natürlich jetzt zu ihrem Kind passen. Was zieht man denn im Winter so an? Wir haben jetzt zwei Outfits bei ihr. Ich würde, glaube, eins machen mit einer Jeans. Hatten wir nicht schon mal so eine Jeans bei ihr? Sieht man hier so quasi die Rippen durch? Bisschen seltsam. Aber wir sehen schon, sie hat ein bisschen zugenommen, weil wir haben ja gesagt, wie kann sie einfach dreimal Zwillinge bekommen haben und immer noch so schlank sein? Aber laut den Reglern hat sie ein bisschen zugenommen. Ich krieg langsam Hunger, Leute. Jetzt haben wir über Essen geredet und jetzt kriege ich Hunger. Das ist eher so eine Frühlingsjacke. Gibt es nicht so einen schönen, kuscheligen Pulli? Das könnten wir theoretisch anziehen, oder das? Oh, den gibt es in Blau. Den gibt es aber auch in Blau. Ich glaube, ich nehme den hier. Dann Stiefelchen. Ah, stimmt, ich habe jetzt Reich der Magie. Ich habe jetzt neue Sachen. Die Stiefel sehen halt auch einfach so warm aus. So. Ja, die hatten wir, glaube ich, schon. Einfach diese Stiefel. Ja, ein bisschen sieht aber trotzdem aus, als ob sie jeden Tag Sport macht und voll die Fitnessfrau ist und keine 6 Kinder bekommen hat. Moschino-Pulli vom Base Game. Base Game. Der hier. Ja, sie ist so ein bisschen verspielt, ne? Also irgendwie würde es passen mit diesem Häschen drauf.
Täusche ich mich oder sind so viele Sachen, die hier sind, einfach Sachen, die mal mit Erweiterungspacks kamen? Also die Sachen hier unten nicht. Aber die hier oben. Ich weiß nicht, irgendwie kommen mir die bekannt vor, als ob das einfach Sachen aus dem Base Game wären. Aus Erweiterungspacks wären. Das sieht natürlich auch süß aus irgendwie. Könnten auch den Pulli nehmen, aber da sieht man das Herzchen nicht mehr. Sieht man das dort? Ja, da sieht man die Kette, aber es sieht auch irgendwie doof aus. Nee, alles Base Game. Aber ich bin der Meinung, dass viele von den Sachen irgendwann mal mit Erweiterungspacks kamen. Also es... Ich glaube mal gelesen zu haben, dass es schon Sachen gibt, die EA erst für Erweiterungspacks gemacht hat und dann für alle freigegeben hat. Aber dass es so viele Sachen sind, wusste ich jetzt auch nicht. Weil gerade wenn ich mal so schaue... Ich glaube, die Jacke kam mit Werde berühmt. Irgendwie glaube ich, dass sie damit kam. Das hier kam auch mit einem Erweiterungspack. Da bin ich mir zu 99% sicher. Diese Crop-Jacken kamen, glaube ich, auch mit einem Erweiterungspack. Ich bin mir aber nicht sicher. Also allein schon so vom Stil. Ich finde, diese Sachen, die hier unten sind, unterscheiden sich vom Aussehen her so extrem zu diesen Sachen, dass die später gekommen sein müssen. Auch das hier kam, glaube ich, mit irgendeinem Erweiterungspack. Weil das wäre so eine Sache gewesen, die hätte ich früher immer benutzt, aber meine Sims hatten diese Jacke nie an. Oder das hier. Es müssen irgendwann mal Erweiterungspack-Sachen gewesen sein. Weil ich glaube nämlich, dass es mal... Es gibt noch eine ähnliche Jacke. Warte mal, das hier ist die von... Von der ich denke, dass sie aus Werde berühmt kommt. Nee, die war bei Werde berühmt, Leute. Ich glaube, die. Ich bin mir zu 90% sicher, dass sie aus Werde berühmt kommt und zu 99%, dass sie nicht Base Game war, wo das Base Game rauskam. Weil diese Jacken sehen sehr ähnlich zu der aus. Und es würde halt in ein Pack passen. Und die hatte ich damals nicht. Die hatte ich wirklich nicht. Also, ich glaube, die kamen mit Werde berühmt und sie haben sie dann einfach nur für Space Game gemacht. Wo ist denn jetzt der Pulli hin? Der da, den wollte ich. Weil ich finde den irgendwie schön. Von den Schuhen könnte ich die theoretisch eigentlich lassen. Ich ziehe einfach solche Stiefel an. Die hatte ich tatsächlich noch nie bei einem Sim. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich ziehe einfach die an. Und dann... Ich wusste, die Hose kommt mir bekannt vor. Ich kann das doch nicht tragen. Aber das hier theoretisch mit... Das passt wie die Faust aufs Auge. Ich lasse das. Blau und gelb einfach. Jetzt brauchen wir noch ein Outfit. Für den Winter. Theoretisch. Gibt es da so ein... Schade, das passt jetzt farblich nicht zu 100%ig dazu. Vielleicht schauen wir dann gleich mal, ob wir noch was stricken können und ziehen hier in der Zwischenzeit was anderes an. Jetzt bin ich mal neugierig, was hier als Base Game gekennzeichnet ist, von dem ich weiß, dass es nicht Base Game war. Ich weiß gar nicht, ob das hier Base Game war. Aber das hier war auf jeden Fall nicht Base Game, glaube ich. Das hier war auch nicht Base Game. Das hier auch nicht. Das auch nicht. Warum gibt es so viele Sachen, die mittlerweile als Base Game gekennzeichnet sind, obwohl ich dafür Geld ausgegeben habe? Ich glaube, das war auch nicht Base Game. An die Outfits könnte ich mich erinnern, aber meine Sims hatten damals immer ein und dieselben Sachen an und das war zum Beispiel sowas hier, was sie heutzutage gar nicht mehr tragen. Okay, krass, dass sie diesen Move gemacht haben. Das wusste ich nicht, das ist mir nie bewusst aufgefallen.
Hatte sie das gerade eben an? Ich glaube, das hatte sie an. Irgendwie finde ich die Outfits ja auch voll süß. Das finde ich auch super niedlich. Das hat auch was. Sieht aus wie so ein Mantel. Ich weiß, das ist aus Reich der Magie. Aber das hat was. Sieht irgendwie cool aus, wie so ein Wintermantel. Hallo Lalalu, herzlich willkommen. Wir haben einfach nur versucht, unsere Sims irgendwie durchzubringen. Also so viel hast du nicht verpasst. Das war von Waschtag. Ich suche gerade was, was vielleicht blau und gelb hat, aber ich glaube, das wird schwer. Ich finde das hier tatsächlich wirklich sehr schön. So, und dann noch entsprechende Schuhe. Solche Stiefel. In blau. Ja, das passt. So, dann kriegt Don noch sein Umstyling. Er hat auch zwei Outfits. Ach so, okay, er hat zwei Outfits, weil er ein vor... Das passt zu dem Motto von seinen Kindern. Ein vorherstellter Sim war. Die Jacke finde ich ganz cool. Warum ist Don so dünn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er macht halt auch gar keinen Sport. Ich finde den Pullover auch irgendwie cool. Ich finde allgemein die Sachen aus Reich der Magie ganz nice. Hallo Muslim, herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, die Hose ist aber auch neu, aber ja, Reich der Magie, ne? Ich weiß nicht, ob das nicht zu sehr nach Jogginghose aussieht. Aber irgendwie gefällt mir diese Kombination. Ich weiß nicht. Dann so die Schuhe. Ja, das gefällt mir. Das passt. Trump hat verloren. Ich habe aber keine Nachricht von Melina bekommen. Siehst du mein Wahl-Update? Na, ich werde nachher nochmal schauen. Der Pulli sieht aber eigentlich auch ganz cool aus. Ich nehme den einfach in blau. Und dann... Weiß jemand, ob Nina heute ein Video macht? Sie hat auf sowohl Instagram als auch Twitter als auch in ihrem Discord den Fahrplan für diese Woche gepostet. Da müsstest du nachschauen, dann siehst du das. Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde, die Hosen für Sims-Männer sind problematisch. Aber jetzt bitte nicht zu viel über Politik reden, Leute, weil wir sind hier zur Unterhaltung und nicht, um über Politik zu reden. So. Die Schuhe sind auch irgendwie cool. Die hatte ich noch nie irgendwie im Blick. Warum hatte ich die nie im Blick? Okay, die Schuhe gefallen mir, die mag ich. Die mag ich. Das ist jetzt sein Winteroutfit. So, erstmal fangen wir mit den Winzlingen an. Die Winzlinge haben jetzt zum Glück nur ein Outfit. Es ist schön, wie ich sage, die Winzlinge, obwohl sie Namen haben. Ich kann mir die Namen nicht merken. Deswegen sind es einfach die Winzlinge. Was hat sie denn als... Okay, sie hat das schon als kaltes Wetteroutfit. Von daher kann ich das nicht nehmen. Naja, mit Strumpfhose kann man halt alles bei den Kindern anziehen. Ach, das passt schon. So, Winzling 2. Eigentlich passt es auch für das kalte Wetter. Ich lasse das jetzt einfach. So, dann unser guter Liam. Vielleicht was Langärmligeres. Vielleicht diesen Pullover. Ja, es reicht eigentlich schon. Louis. Louis kriegt... Welchen Pullover hat er eigentlich? Achso, das hat er. Okay, dann kriegt er einfach den Pullover hier. Vicky, herzlich willkommen. Und danke fürs Folgen. Eigentlich finde ich das ganz cool. So, und die Mädels.
die kriegen... Theoretisch bräuchten die eigentlich auch nur einen längeren Pullover. Oder die Jacke. Ich glaube, die hatte ich noch nie einen meiner Sims angezogen. Okay, ich finde das ganz cool irgendwie. Und hier... Es ist natürlich doof, dass sie ein Ganzkörper-Outfit hat, weil dann muss ich jetzt auch gucken, was da passen könnte. Das hier vielleicht mit einer anderen Strumpfhose könnte eigentlich ganz winterlich aussehen, weil die Strumpfhose sieht ein bisschen zu dünn aus, finde ich. So Blümchen. Gibt es keine einfarbige Strumpfhose? Das mit den sieht doof aus. Das könnte passen, dann muss sie aber auch den entsprechenden Schuh haben. Das sieht auch doof aus. Ach Leute, Sims umstylen ist immer noch nicht so meine Meisterkategorie. Weil das hier könnte eigentlich gehen, so mit. Wieso sehen die meisten Stiefel oben einfach so seltsam aus, weil die einfach so breit aussehen? Ja, dann kriegt sie die Schuhe. So. Ah, Leute. Und dann erstmal speichern, damit ich das nicht nochmal machen muss. Sims können durch Beförderung in einem Job Einfluss erhalten. Inwiefern? Absolut gefahrlos, solange du sie fütterst. Ja, bei meiner Kuhpflanze ist bisher immer jemand gestorben. So, alle Sims, einsame Pause. Ich habe auch keine 2 Minuten Zeit, um mal was zu machen. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin alleine rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich tun? Du hast drei Geschwister im selben Alter und spiel alleine oder frag andere Kinder. So, kann bitte jetzt jemand was zu essen machen, damit die Kinder im Notfall versorgt sind? Ich habe gerade so Hunger. Ich habe seit 7 Uhr nichts mehr gegessen, den ganzen Tag im Wald herumgerannt. Oh je, dann ist was, Lalalu. Dann ist was. Ich werde auch bald was essen. Ich kriege jetzt auch langsam Hunger. So 18 Uhr kriege ich immer Hunger. So. Warum hat sie... Achso, okay, sie hat den Hut auf, weil sie ihre Außenkleidung anhat. Ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt gewesen. Kinder sind zu klein, um damit zu interagieren. Ja, dann kann... Er dann gleich eine erfrischende Dusche nehmen. Und dann kann er die Wäsche weglegen. So. Erziehungslevel 10 erreicht. Stella kann bei Babys die Interaktion super effiziente Babypflege durchführen, um deren Bedürfnisse auf einen Schlag zu befriedigen. Während Stella elterliche Pflichten ausführt, kann sie ab jetzt den Modus Mutter mit Leib und Seele zugreifen, indem ihre eigenen Bedürfnisse keine Rolle mehr spielen. Hä, wie cool ist das denn bitte? Wie kann man bitte auf diesen Modus zugreifen? Niki, herzlich willkommen und danke fürs Folgen. So. Dann kann sie da mal aufräumen. Und dann kann sie stricken, weil... Da ist doch was Blau-Gelbes. Warum habe ich das bisher noch nicht gestrickt? Hatten wir noch was bei ihr? Ja, wir hatten noch was bei ihr im Inventar. Zu Kleiderschrank hinzufügen. Kaufst du dir den Schneeparadies? Ja. Definitiv. Ich freue mich schon drauf. So. Dann kann sich dann um die Wäsche kümmern, die Kinder spielen. So, da hat jemand Hunger, aber das ist okay, weil wir haben Essen. Wenn wir eine Sache haben, dann ist es Essen. Okay, das Kind muss gebadet werden, aber das kann Don gleich machen. In Schaumbad baden. Ich glaube, es war Daisy. Ich bin mir gerade nicht sicher. So.
Eklige Sanitäranlage. Was ist denn eine eklige Sanitäranlage hier? Wie funktioniert das eigentlich mit dem Haushalt zum Putzen rufen? Ich werde es einfach mal ausprobieren. So, okay, sie repariert. Sie repariert die Toilette und danach kann sie stricken. Aber was passiert denn jetzt? Kommt jetzt jemand angelaufen und putzt das? Hausarbeiten erledigen. Kam das mit einem Mod oder kam das? Ich bin verwirrt. So, sie kann ein bisschen stricken. Nee. Hä, was ist da jetzt passiert? Ausrutschen und fallen. Mann, was ist los? Das Spiel verwirrt mich. Was passiert hier? Warum ist sie jetzt ausgerutscht, während sie einfach nur rumstand? Und warum putzen die Kinder nicht, wenn ich... Hä, ich bin verwirrt. Von wo kommt diese Interaktion? Kommt die vom Spiel? Kommt die von einem Mod? Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall mal die Dekorationen abnehmen, weil es ist ja nicht mehr erntefest. Kann Don noch irgendwas machen? Ich denke mal, er wird auf jeden Fall eine höhere Mixenfähigkeit brauchen, wenn er befördert wird. Deswegen lasse ich ihn das jetzt schon mal üben. Bitte lass sie endlich Babysachen stricken können. Bitte. Oh, bin ich verpasst. Sie kann jetzt Dekorationen, Kakteen, Schildkröten und Oktopusse. Ja, aber wann kann sie denn bitte die Babysachen stricken? Aber voll süß eigentlich. Rosafarbener Oktopus, Schildkröten. Och Gott, ist das süß. Kakteen. Keramiklama. Boah, es ist süß eigentlich. Aufmerksamkeit, okay. Geht das auch, wenn die Geschwisterkinder ihnen Aufmerksamkeit geben oder kommt es nur von den Eltern? Naja, sie kann da jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen stricken. Er übt einfach mal so ein bisschen mixen. Und. Gut, dann gib du ihm eben Aufmerksamkeit. Ist auch okay. Liebevoll umarmen, Tag verschönern, nach Tag fragen. Einmal eine Geschichte erzählen. So. Oh Mann, ich habe ganz vergessen, dass da ein Tiger auf dem Popo ist. Voll niedlich. Steigt die auf. Okay, die Aufmerksamkeit steigt. Alles klar. Das muss ich mir merken, dass es auch von den Geschwisterkindern ausgeht. Was habe ich da gerade gegessen, wer Obstkuchen gegessen hat? Warum hassen die Sims das alle? Ich verstehe es nicht. So, dann kannst du das weglegen. Kann er bitte ein bisschen was dazulernen? Seltsam, seltsam, seltsam. So, dann könnte sie theoretisch zwischendurch auch mal ein bisschen malen. Damit wir neben dem ganzen Rumgestricke. Weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das nächste Baby kommt. Das heißt, wir können theoretisch erstmal ein bisschen Geld verdienen, damit wir unsere Sanitäranlagen mal erneuern können. Hallo Alex, herzlich willkommen. Ich muss weiter, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen, Räubertochter, und viel Spaß bei dem nächsten Stream oder was auch immer du jetzt gerade machst. Wer bist du und warum bist du hier? Bitte geh nach Hause, wir wollen keinen Besuch. Wir haben sowieso volles Haus, ich habe keine Lust auf Besuch. Hat sie das fertig gestrickt? Das hat sie. Kleiderschrank hinzufügen und Kleiderschrank hinzufügen. Sehr gut.
Der Damenpullover wurde dem Kleiderschrank hinzugefügt. So, ihr Kinder, ihr könnt euch jetzt nützlich machen und könnt einfach mal die Toiletten eurer Geschwister reinigen. Und Don kann einen würzigen Eintopf machen. Und davon wird hoffentlich die ganze Familie satt. Eieieiei. Ich weiß gar nicht, welches Badezimmer ich zuerst erneuern sollte. Und das wird so teuer werden. Ich sehe es jetzt schon kommen. Kann er jetzt eigentlich mal angeln gehen? Oder sind die Fische immer noch zu clever für ihn? Ja, da schauen wir in den Chat. Ja, das mache ich immer, Einhornpups. Also nicht immer, aber meistens. Es sieht jetzt nur immer so nicht. Es sieht jetzt nur nicht immer so aus, weil ich versuche, meinen Kopf so wenig so wie möglich zu bewegen, weil meine Schulter immer noch wehtut. Also mein Nacken. So Schulter-Nackenbereich. Es ist furchtbar. Ich glaube, ich werde nachher erstmal ein bisschen Wärme dranhauen. Vielleicht einen Schal umziehen oder sowas, keine Ahnung. Kannst du dann bitte angeln gehen? Wir können auch mit Angeln Geld verdienen. Hauptsache, wir kriegen Geld. Do it. So, sehr gut. Ein Kind beschäftigt. Ein Kind macht was Produktives. Was machst du? Ja, er kann jetzt erstmal was essen. Es können theoretisch alle mal was essen. So. Bitte. Achso, er isst schon. Sie kann halt auch was essen. Oh Mann, das sieht immer so gemein aus, wenn die Kinder die Treppe runterkrabbeln und die Eltern laufen einfach dran vorbei. Hey, bin wieder da, fertig mit Lernen. Willkommen zurück, Itzida. Leute. Ich finde diese Gangarten in Sims einfach so göttlich irgendwie. Das sieht so seltsam und lustig gleichzeitig aus. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. So, er angelt schön. Hoffentlich fängt er einen Fisch. Ansonsten, was habe ich verpasst? Wir haben die Sims ein bisschen umgestylt und ansonsten haben wir nur versucht, sie irgendwie über die Runden zu kriegen. Also viel ist nicht passiert. Ich freue mich schon auf den nächsten, ich weiß nicht, Samstag? Ist es ein Samstag? Es ist ein Samstag, wenn die Jungs Geburtstag haben. Da wir dann unserer guten Cici immer näher kommen. Kannst mich aber einfach nur Ida nennen. Ich versuch's mir zu merken. Und muss in circa einer Stunde zur Arbeit. Sehr gut. Sehr gut. Dann kriegen wir noch ein bisschen Geld. Und ich glaube, welcher Tag ist heute Sonntag? Morgen kommen Rechnungen. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, wenn ich heute schon die Sachen erneuere oder ob ich bis morgen warten sollte. Ich glaube, ich warte bis morgen, weil es ist ja bald. Und dann, wenn die Rechnungen da waren und wir die Rechnungen bezahlt haben, können wir unsere Bäder erneuern. Aber bis dahin kann bitte jemand mal den Kühlschrank reparieren. Erziehungslevel 8 erreicht. Das ist super. Kleine möchte ins Bett. Ja, ich hätte auch keinen Bock, wenn ich so ein Kleinkind wäre mit sechs größeren Geschwistern. Aufwischen. Nee, ich probiere das jetzt nochmal. Haushalt zum Putzen rufen. Ich probiere es einfach. Es kann nur schief gehen, aber vielleicht klappt es auch. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Liam. Er sollte woanders angeln, bis sein Fähigkeitenlevel hoch genug ist. Ja, das ist egal. Er soll einfach weiter angeln. Er wird schon lernen oder er baut einfach eine Sandburg. Das ist auch okay. Er hat überhaupt nichts gefangen. Und warum hat er Wäsche im Inventar? Warum frage ich überhaupt noch? Hat sie? Diese Interaktion funktioniert richtig, richtig super. Pflegst du in letzter Zeit deine Haut? Ja, wir haben diese Routine-Maske-Dingens. Der kann dann eigentlich nach Hause kommen, kann noch ein bisschen was essen. Und dann können sie ins Bett gehen. Nee, wobei, wenn sie jetzt ins Bett gehen. Es ist 19 Uhr. Nicht so gut, glaube ich. Aber sie können ein bisschen spielen. Haben sie Hausaufgaben gemacht? Ja, verdammt. Die Kinder haben einfach nichts mehr zu tun. Schlimm. Schlimm mit Kindern, die nichts mehr zu tun haben.
Aber sie könnte theoretisch stricken. Ah, ein bisschen stricken kann sie noch. Komm schon. Wir wollen auf jeden Fall. Dann können wir das säubern. Wir wollen auf jeden Fall für die gute Cici Babysachen haben. Ich will das ausprobieren. Ich weiß nämlich noch, wie ihr mir gesagt habt, das geht. Und ich es aber nicht gefunden habe. Okay. Teile plündern kannst du auch noch. Ja, dann kannst du das weglegen. Warum ist er traurig? Wählerisch beim Essen. Leute, schafft euch keine Kinder an, die sind einfach nur anstrengend. Und das nicht nur in Sims. Also ich meine, wenn die Sims-Kinder schon so anstrengend sind, dann können echte Kinder ja nur noch anstrengender sein. Wählerisch beim Essen. Aber er isst es. Nicht gerne, aber er isst. So, und dann kann er hier oben mal eine kleine Dusche nehmen. Und was ist bei den Kleinsten? Er müsste noch mal aufs Töpfchen gehen, dann kann er noch mal aufs Töpfchen gehen. Ja, und sie spielt halt noch ein bisschen. Sie schläft einfach schon, weil sie so müde ist. Aber jetzt ist mittlerweile auch die Zeit, wo die Kinder auch ins Bett gehen können. Kleinkinder sind am anstrengendsten. Ich finde tatsächlich, dass es geht mit den Kleinkindern. Also die brauchen natürlich Hilfe wegen Essen und sowas, aber prinzipiell finde ich die eigentlich ganz okay. Sobald sie lernen, aufs Töpfchen zu gehen und Treppen zu steigen, machen die eigentlich so gut wie alles alleine. Wenn du einen Strampler hast, kannst du auf das Baby drücken und auswählen, dass du den Strampler anziehen willst. Okay, das habe ich wie gesagt noch nie gesehen. Also, hey, du sollst nicht spielen. Ich hatte schon Strampler gemacht. Aber die habe ich dann nicht dem Kleiderschrank hinzufügen können und dann habe ich sie verkauft. Weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass man vielleicht auf die Babys klicken sollte. Ich hasse das, weil ich die immer in diesen Hochstuhl setzen muss. Aber wenn du das Essen hier auf der Theke stehen hast, können die sich auch von selber Essen mit wegnehmen. Eigentlich, wenn sie wie gesagt Treppen laufen können. Also wenn sie natürlich in der oberen Etage sind und das Essen ist in der unteren Etage und sie können keine Treppen laufen, können sie sich auch nichts nehmen. Aber im Grunde genommen sollten sie auch alleine was zu essen nehmen können. Das ist ganz praktisch, muss ich sagen. Das finde ich gut, dass sie das so gemacht haben, weil ich glaube, bei Sims 2 und 3 war das anders. Sie strickt so fröhlich vor sich hin, zumindest diesmal nicht auf der Toilette. Aber ich werde das jetzt mal unterbrechen. Dem, 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 dem. Und dann kann sie eigentlich auch schlafen gehen. Sie ist noch nicht ganz so müde, aber sie muss ja nicht immer todmüde sein, wenn sie ins Bett geht. Ich meine, wir hatten ja schon so eine Phase, daran erinnere ich mich noch so gut, wo sie einfach jeden Abend komplett fertig war und die Kinder immer so früh wach waren, dass sie genauso früh aufstehen musste und das war furchtbar. Bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. So, dann macht sie bitte noch die Toiletten sauber, kann das dann weglegen und dann geht sie schlafen. Guten Abend, Schneepflug. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Ich vergesse es immer zu erwähnen, aber ich möchte eigentlich jeden fragen, wie sein Tag war. Ich vergesse es immer. Ich hoffe, er war schön und endlich Wochenende. Ich könnte auf der Stelle einpennen. Ich kann es nachvollziehen, Schneepflug. Schlaf ist einfach das Beste. Aber heute steht noch einiges auf dem Programm. So, okay, den Müll sollte sie jetzt nicht unbedingt rausbringen. Aber okay, wenn sie es macht, ist in Ordnung. Dann. Ja, das Essen weglegen und dann ins Bett. Es ist ja auch dann schon wieder Mitternacht. Was ist mit Don? Oh, ich habe vergessen auszuwählen, dass er fleißig arbeiten soll. Er ist benommen, weil er eine Heulsuse ist. Okay. Alles klar, Don. Alles klar. So. Was arbeitest du? Meinst du mich oder Schneepflug?
Naja, gegen Arbeit war anstrengend und verschnupft arbeiten macht es nicht besser mit der doofen Maske. Oh, das kann ich nachvollziehen. Schnupfen allein ist ja schon schlimm, aber wenn du dann noch eine Maske tragen musst, ist das ja doppelt schlimm. Okay, Don kann dann auch gleich ins Bett gehen, wenn er nach Hause kommt. Und dann schlafen alle. Ich bin froh darüber, es schlafen einfach alle. Dich. Ich bin Studentin. Also ich studiere noch. Wieso bin ich gerade so froh gewesen, dass die Kinder einfach alle schlafen und schon stehen sie auf? Bitte geh duschen und dann wieder schlafen. Es ist okay, wenn ihr wach seid. Aber okay, sie möchte auch duschen. Ah, nein, 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 nein. Okay, auf Toilette muss sie nicht. Hat sie in die Hosen gemacht? Bettmesser, ja. Was studierst du? Ich studiere Informatik. Dann schlaf bitte noch ein bisschen. Es ist erst 3 Uhr nachts. Stella ist noch nicht ausgeschlafen. Bitte schlaft einfach noch ein bisschen. Oh Mann. Nur ein bisschen. Bitte. Nein, das nächste Kind ist wach. Hilfe, geh schlafen. Rot, danke fürs Folgen und herzlich willkommen. Ach, es ist schön, wie sie alle wieder schlafen gehen. Wieso trägt sie ein Bärenkostüm? Ich kann es nicht mal erklären. Sie hat diese komische Laune von Elternfreuden, dass sie unbedingt ein Bärenkostüm tragen möchte und dann trägt sie ein Bärenkostüm. Ich wünschte, ich könnte es euch erklären. Aber wir nehmen es einfach hin. So, wenigstens. Okay, die Kinder sind halt jetzt ausgeschlafen. Ist okay. Ist okay, dann essen sie halt Reste zum Frühstück. Sie müssen ja sowieso zur Schule. Okay, dann kann er hier unten nochmal auf Toilette gehen und dann auch Reste nehmen. Stella schläft noch ein bisschen. So, sie möchte auf jeden Fall aufs Töpfchen gehen. Und er kann dann auch nochmal aufs Töpfchen gehen. Und wer möchte gebadet werden? Er möchte gebadet werden. Okay. Wenn Stella wach ist, kann sie dann erst. Oh, wieso gehen uns alle Toiletten kaputt? Kinder. Ich sollte die Fotos vielleicht mal in die andere Wand verschieben. Das machen wir alles nachher, wenn ich die Bäder erneuere. Vielleicht kaufe ich den beiden auch mal ein neues Bett oder sowas. Vielleicht reicht das Geld. So. Plopsi anbieten, bitte. Plopsi kriegen wir immer ein bisschen mehr Geld. So, Liam muss in einer Stunde in der Schule sein und seine Geschwister ebenso. So, Flynn, bitte. Warum? Ach so, ihr könnt ja nichts zu essen holen. Ja, doch, du könntest schon was zu essen holen. Okay, dann badet Stella erst. Das habe ich doch ausgewählt, oder? Dass sie Flynn badet. Ich glaube schon. Okay. Habe ich Weihnachten verpasst? Nein, wir haben erst Nikolaus. Vielleicht kann Stella einen Kaffee oder einen Laden kaufen. Das würde ich tatsächlich noch nicht machen. Also zum einen, wir haben das Geld dazu nicht und zum anderen glaube ich, dass das bei einer anderen Generation vielleicht ganz passender wäre. Aber bei ihr würde ich das jetzt noch nicht machen. Okay, Louis wird gebadet, alles klar. Dann kann ich ja hier unten jetzt sagen, dass sie bitte Frühstück servieren sollen. Für die Kleinsten. Bei Tiana, oder? Genau das habe ich gerade gedacht, Melina. Geh bitte aus meinem Kopf raus. Ich habe nicht gerade so geschaut, okay, welche Generationen kommen noch. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es bei Tiana passen würde. Nein, ist so schön da. Weil sie hat halt, sie soll das Merkmal ehrgeizig bekommen und Meisterkoch werden. Von daher wäre ein Café oder ein Restaurant oder sowas da ganz passend. Ja, Patiana, sie kann ein Restaurant kaufen, ja. Jetzt beginnt meine Geburtstagsfeier. Du kannst deine Freunde und Familie mitbringen, wenn du willst. Du kommst doch. Nein! Außer wenn wir sie ja im Film auch ein Restaurant eröffnen. Oh, das weiß ich gar nicht. Da muss ich gestehen, das weiß ich nicht.
So, jetzt macht sie dann Essen. Und dann kann er die Toilette reparieren. Ich werde die Stereoanlage auch dann wieder verkaufen, weil ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, dass die uns so viel. War sie sowieso kaputt, oder? Nee, ist sie nicht. Schade. Leute, 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 Leute. Dann müssen wir den Film zusammenschauen. Das können wir machen, Melina. Ich habe das Gefühl, ich muss sowieso irgendwie alle Disney-Filme nochmal schauen. Die heutige Post wurde zugestellt. Okay, was müssen wir bezahlen? Der Besuch des Direks. Der Direktor stattet der Klasse von Elsa heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Elsa sich entschieden, sie mit irgendwas zu beschmeißen. Soll sie das Kind ignorieren? Ignorieren das Kind einfach. Hat sie dir gerade Toastbrot geschlagen? Ja. Ich hinterfrage nicht mehr, was sie macht. 1500 als Rechnung ist okay. Ich würde neben den Waschmaschinen eine Wand ziehen, sonst sieht das ordentlicher aus. Wir könnten theoretisch auch so einen kleinen Waschraum machen. Hallo Cindy und der Grund, weshalb Cinderella nicht Cindy heißen kann. So. Geburtstagsfeier schon. Ah, nee, ein Küsschen in Ehren. So sind Kinder nun mal. Okay. Okay, wir haben jetzt 11.000. Wir haben 11.000. Das heißt, wir können unsere blöden Toiletten und Waschbecken erneuern. Ich klaue sie ihm einfach mal. Wieso nicht? Wieso was nicht? Ich vergesse doch immer, was ich sage. Ihr müsst dann ein bisschen konkreter werden. Es tut mir immer so leid, wenn ich nachfragen muss, also wenn ich auf eure Fragen nachfragen muss. Aber ich erzähle so viel, dass ich nicht mehr weiß, was ich vor 5 Minuten gesagt, also vor 2 Minuten gesagt habe, vor 2 Sätzen. Wir haben 10.000. Ich würde halt schon gerne die sprechende Trina. Ich glaube, ich würde hier unten die sprechende Trina machen. Haushaltsinventar. Ja, wir haben ja erstmal 6 Mal dieses, was ich verkaufen kann, was uns nichts bringt. Wir haben den Edelstahl-O-Mat, den können wir hinstellen. Und das wäre halt cool, wenn wir so eine Kücheninsel hätten. Wenn da was ist, kannst du es verkaufen. Hallo Dan, herzlich willkommen und danke fürs Folgen. Und danke Melina fürs Umarmen. Wieso sie nicht Cindy heißen kann, weil ich Sims nicht nach Leuten benenne, die ich kenne. Das heißt, ich werde niemals einen Sim haben, der Cindy heißt. Ich werde niemals einen Sim haben, der Melina heißt, beispielsweise. Und ich werde niemals einen Sim haben, der so heißt wie ich. Das ist so eine Macke von mir, aber ich kann Sims nicht nach reellen Menschen benennen, die ich kenne. Das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie machen. So. Ich mache das auch nicht. Ich fühle mich dann nämlich immer so schlecht, wenn irgendwas Schlechtes in deren Leben passiert und fühle mich dann immer so verantwortlich. Ich meine so mit Leuten, mit denen, also halt so Leute aus meiner Kindheit beispielsweise, mit denen ich halt null Kontakt habe. Die Namen wären okay, aber Leute, die ich kenne, die ich mag, die geht nicht. Kann ich nicht machen, da geht einfach nicht. Aber wir haben ja zum Glück einen guten Alternativnamen gefunden für für Tiana, sage ich schon, für Cinderella. Das hier finde ich eigentlich immer ganz schön. Ich glaube, dieses Badezimmer hier unten mache ich einfach schwarz-weiß. Ja, das ist weiß. Und ich glaube, ich werde hier auch eine andere Badewanne reinstellen. Badewanne und Dusche, das hier vielleicht. Ah, nee, das ist blöd wegen dem Fenster. Das ist ja sowieso blöd gewesen wegen dem Fenster. Dann muss ich das ja so machen. Dann drehen wir die Toilette. Und dann könnten wir so rein theoretisch, weil ihr ja gesagt habt, ich soll da eine Wand hinziehen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Und dann steht hier der Wäschedings daneben. Stereoanlage, stimmt. Entfernen. So. Ist da hinten Toilette, hier vorne ist das Waschbecken.
Und alles passt nicht so zusammen, ja. Also. Gibt es denn noch andere Farben? Ich mache das so in diesem bräunlichen Ton. Das hatte ich auch noch nie. Dann würde ja die hier ganz gut passen. Und hier könnten wir diese Farben nehmen. Es ist halt nicht 100%, aber es ist okay. Was ist das eigentlich? Oh, das ist der neue Boden, den ich habe. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich einen neuen Boden habe. Und neue Wände. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Oh mein Gott. Oh, magische Fliese. Oh Gott, das gefällt mir auch. So, mit diesem. Es passt irgendwie. Oh, ich mag es. Was ist das? Okay, das sieht natürlich auch cool aus. Oh, ich mag. Ich mag's. Hast du das Pack neu? Ja. Ja, ich habe mir das erst, ich weiß nicht, letzte Woche gekauft. Oh, das sieht ja auch so süß aus. Oh mein Gott. Ich glaube, das packe ich im Kinderzimmer hin. Also in einem der vielen. Hallo, Kätzchen. Na du? Ich habe leider die Catcam verschoben. Es tut mir leid für die Zuschauer. Und tschüss. Ich gehe essen, komme gleich wieder. Guten Appetit, Lalalu. So, auch das sieht doch süß aus mit dem Blümchen. Oh, ich mag es. Ich mag es sehr. Ich glaube, Cindy schaut zu. Ja, sie hat schon Hallo gesagt. Moment, Moment, Moment. Ich muss ja die Fliese hier noch hinmachen. Okay. Ja, das passt. Brauchen wir noch andere Bodenfliesen? Dim, 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 dim. Ich bin wieder da, meine Eltern sind nach Hause gekommen. Willkommen zurück, Ida. Ich weiß nicht, ob das passt. Irgendwie nicht so, aber irgendwie auch schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Danke für die Umarmung, Einhornpups. Ich glaube, der Boden passt ganz gut. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sieht es auch einfach nur blöd aus und ich habe keinen Geschmack. Aber. Nee, der sieht doof aus. Der ist viel zu dunkel. Warum mache ich das? Ich nehme einfach weiß. Nee, weiß passt auch nicht, weil wir haben hier alles so dunkel. Ah, Leute, ich und Einrichtungen. Schwarz kann ich da auch nicht nehmen. Das hier würde passen, glaube ich. Das ist okay. Sagen wir mal so, es ist nicht schön, aber es ist okay. Dann brauchen wir noch einen Spiegel. Ist ja ein süßer Spiegel. Gott. Der Spiegel ist ja cool. Oh, den mag ich. Den mag ich sehr. Gibt es den auch in. Ah, das passt nicht so ganz. Das passt. Nice. Badezimmer 1 ist fertig. Badezimmer 2. Vielleicht können wir uns auch eine teurere Dusche leihen, wollte ich. Leihen wollte ich sagen, aber ich wollte nicht leihen sagen, sondern leisten. So. Oder hatte ich die hier? Nee, es war die billige. Wusste ich's doch. So, dann kaufen wir jetzt einfach hier diese teurere Duschkabine. Und dieses Bad will ich. Ich will das blau machen. Kannst du mal ein Loch im Haus machen, nur fürs Umstyling? Das Licht im Haus anmachen, nicht das Loch, oder? Ich bin jetzt verwirrt gewesen. Ich dachte mir so, hä? So. Aus welchem Pack ist der Spiegel? Ich denke mal, das war Reich der Magie, weil. Ja, Reich der Magie. Der ist neu. Für mich zumindest, weil ich das Pack erst letzte Woche gekauft habe. So, vielleicht sollte ich hier erstmal anfangen mit den Böden. Und dann alles darauf abstimmen. So ein komplett blaues Bad hätte auch was.
Oder ich könnte auch schon wieder Sims-Packs kaufen. Mir fehlt halt jetzt nur noch Star Wars. Das ist das einzige Pack, was mir noch fehlt. Ich hier kein Toilettenpapier. Es kann doch nicht sein, dass ich hier kein Toilettenpapier hatte. So. Erstmal ein Loch ins Haus machen. Ja, deswegen war ich so verwirrt, weil ich mir dachte, für das Umstyling ein Loch ins Haus. Wieso haben wir hier keinen Vorhang? Wieso passt der Vorhang farblich nicht dazu? Nee, das Fenster. Das müssen wir dann weiß machen. So, das hier müssten wir dann auch weiß machen. Das hier passt dann wiederum nicht dazu, sondern so. Willst du dir Star Wars holen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich hatte überlegt, als es im Angebot war für minus 50%, aber ich habe leider nichts an dem Pack gesehen, was ich unbedingt haben möchte. Von daher ist es eher so ein Nein. Das Toilettenpapier lösche ich erstmal. Ich versuche gerade rauszufinden, ob ich das Bad irgendwie anders strukturieren sollte. Ich glaube. Ich glaube, da hinten war die Dusche schon okay. Maximal, wenn es nur 5 Euro kostet. Ja, 5 Euro oder geschenkt würde ich es nehmen. Aber ansonsten für 10 Euro. Ne. Leider nicht. Also ich habe halt wirklich anfangs gedacht, okay, bei Sims 4 werde ich mir alle Erweiterungspacks holen. Aber dann kam Star Wars. Ich meine, Reich der Magie war jetzt auch nicht so mein favorisiertestes Pack, um das mal so zu sagen. Ich werde hier einfach mal in eine teurere Toilette investieren, glaube ich. Einfach, damit die Sims ein bisschen was haben. Und dann ein Waschbecken. Gibt es noch Blau in der Toilette? Ja, aber das ist ein blödes Blau. Lieber weiß. Und hier. Das passt ganz gut in so ein blaues Badezimmer. Weiß halt auch nicht, was Star Wars bei Sims zu suchen hat. Ist halt nicht jeder ein Fan von, ja, deswegen. Also ich meine, so Zauberei und Vampire kann ich halt voll verstehen, dass sie das in Sims packen. Es war halt auch immer schon Teil davon, aber halt so. So Star Wars. Ich weiß nicht. Ich dachte halt am Anfang so, okay, jetzt sind wahrscheinlich alle mega gehypt auf das Pack und ich sitze hier da und denke mir. Nicht mein Fall, aber zum Glück, muss ich sagen, haben ja viele das so gesehen. Ich meine, Farmleben ist eines der meistgewünschtesten Packs, ja. Also, ich habe anfangs gedacht, Farmleben, naja, muss ich auch nicht unbedingt haben. Aber wenn ich dann so drüber nachdenke, dass man sich so einen eigenen Bauernhof quasi bauen könnte, finde ich den Gedanken schon irgendwie cool. Ich finde es halt schade, dass EA nie auf die Wünsche der Community hört. Das stimmt. Das stimmt. Sie haben mit dem, wie hieß es, Waschtag-Pack, was die Community bestimmt hat. Irgendwie finde ich die Tapete cool. Haben sie ja eigentlich voll getroffen. Weil das war halt wirklich von den Community-Leuten abgestimmt. Und das mochte eigentlich so gut wie jeder, glaube ich. Zumindest. Da bist du schon wieder hier. Hallo. Okay, ihr habt zumindest ein Katzenbeinchen gesehen. Mehr gibt es heute nicht. Oh Mann. Katzen. So eigenwillig. Bei Sims 3 gab es Pferde. Oh ja, das weiß ich noch. Die haben mich aber ein bisschen genervt, wenn die einfach so in der Stadt rumgelaufen sind. Okay, ich habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen. Das ist halt. Schlimm, wenn man den Nacken nicht so bewegen kann. Es ist furchtbar. Ich werde Sims 3 immer am meisten lieben. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen. Irgendwie hätte ich mal Bock, den Boden zu verwenden.
Und er passt irgendwie, passt er farblich. Irgendwie hat er was. Aber ich glaube, er passt nicht so zur Tapete, aber er passt irgendwie auch schon. Das ist halt so ein Lila und. Ach, ich weiß nicht. Finde Sims 3 voll gruselig von den Figuren her, so ein bisschen, ja. Also ich muss sagen, mir gefallen vom Aussehen her die Sims in Sims 3 besser. Aber Sims 3 hat halt so viele mehr Kleinigkeiten. Sims 2 ist größer als Sims 3. Also ich glaube, dass Sims 3 mehr Speicher braucht als Sims 4. Ja, Sims 3, oh Mann, jetzt habe ich es verkackt. Hallo Remu. Wow, wie kann man einen Satz so verkacken? Das passt zu dem Boden, aber das sieht ein bisschen eintönig aus. Hat aber auch nie Sims 3. Wow. Also ich weiß doch, ich habe Sims 3 damals am Release-Tag bekommen und ich habe das so schnell installiert und so schnell gestartet. Da hätte ich einen Marathon einen Sprint mitgewonnen. Ich kann nicht mehr reden, ey. Es tut mir so unfassbar leid, dass ihr euch das antun müsst. Aber generell müsst ihr nicht. Ich habe vorhin Sims 2 gespielt. Ah, Sims 2 ist halt echt so. Es kann sein, dass es der Nostalgiefaktor ist, aber Sims 2 hat so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich krieg das mit dieser weiß-blauen Badezimmer-Ding einfach nicht hin. Next try, dann gibt's halt eine blaue Wand. Aber die passt nicht zu den Fliesen. Ja, ach, ich kriege die Krise, Leute. Ich kriege die Krise. Ich wollte doch einfach nur ein kleines bisschen die Badezimmer erneuern. Was habe ich davon? Qualen. Ja, es passt einfach nichts. Ich glaube, ich muss die Dusche ändern. Ja, ich glaube, mit diesem dunkleren Blau kann ich schon eher was anfangen. Vielleicht aber auch nicht. Die Einhorntraumdusche. Welche ist das? Achso, die hier. Ja, die ist ganz cool. Aber ich weiß gar nicht, ob wir uns die Dusche überhaupt leisten können. 1500, nee, du. Nee, vielleicht die Wandererdusche. Aber die sieht doof aus. Die Dusche mag ich auch sehr gern, aber da passt auch wiederum nichts dazu. Was ist mit der hier? Gibt es die in Blau? Irgendwas mit Blau. Das ist Blau. Das ist sogar, glaube ich, das Blau, was da ist. Damit können wir arbeiten. Das ist okay. Und dann. Nee. Nee, das passt nicht. Ein helleres Nee. Wobei wir ja auch so einen hölzernen Ton für die Wände nehmen könnten. Ja, das passt zum Holz, aber es passt halt nicht. Es passt halt irgendwie auch nicht, aber irgendwie mag ich's. Muss dann aber noch die Farbe vom Waschbecken ändern. Nee, das passt ja vom Blau her zu dem Blau, von dem. Irgendwie mag ich das, aber irgendwie mag ich das auch nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach. Ja. Sims 2 habe ich damals auf der PlayStation 2 gesuchtet. Aber Sims 2 auf der PlayStation 2 war, glaube ich, anders als die PC-Version, oder täusche ich mich da gerade? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da war ein bisschen was anders. Und dieses Badezimmer noch. So, diese hässlichen Böden. Einfach raus. Welche Farbe möchte ich das haben? Wir haben jetzt so ein braun-beige. Wir haben ein blau-braun und jetzt möchte ich. Ich schaue erstmal, was wir noch für Möbel haben. Das habe ich nie verwendet. Irgendwie schade. Irgendwie richtig schade. Könnten wir theoretisch wieder diese Dusche hinstellen.
Nur diesmal. Ja, so grünlich. Ja, ich will so ein grünliches Bad haben. So ein türkisgrün. Oh, die Toilette ist auch neu, sehe ich gerade. Cool. Hallo TGXJVE. Ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Herzlich willkommen. Änderst du die Zimmer noch, wenn du das Geld hast? Ja. Ja, also wenn noch Geld übrig bleibt, werde ich hier das Zimmer erstmal machen. Aber erstmal jetzt die Badezimmer, weil da geht alles so schnell kaputt. Das habt ihr ja jetzt mitbekommen und das nervt mich einfach ein bisschen. Gibt es eine Toilette, die farblich dazu passt? Zählt das eigentlich unter Grün? Es zählt nicht mehr unter Grün. Unter welcher Farbe zählt das denn? Unter Blau? Okay, das zählt unter Blau. Ich mach mal Blau und Grün. Und dann Toiletten. Sie ist halt grün, aber das passt nicht dazu und das passt auch nicht dazu. Das passt alles irgendwie nicht dazu. Schade, Schokolade. Dann halt nicht. Ich möchte halt irgendwie was Grünes in dem Bad haben. Aber so von den Badewannen her passt da halt einfach nichts dazu. Von den Duschen her halt auch nicht. Das ist halt für mich kein Grün. Das ist grün. Aber das sieht halt auch irgendwie doof aus. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch zwei Badewannen, aber wir haben nur eine Badewanne. Deswegen hätte ich hier oben schon gerne noch eine Badewanne. Oder wir verwerfen das mit dem Grün einfach. Was natürlich schade wäre. Aber hey. Danke, Lalalu, für die Umarmung. Bin zurück, hab gerade leckere Suppe gegessen. Oh, jetzt habe ich immer noch Hunger. Ihr könnt mir doch nicht von Essen erzählen, während ich hier hungrig sitze. Und einfach so schwarz-gelb. Schwarz-gelb habe ich auch noch nie gehabt. Muss gleich was essen. Schwarz oder türkis? Ich meine einfach so schwarz-gelb. Ach nee, das sieht doof aus. Ich habe das Gefühl, dass schwarz in einem Badezimmer immer so dreckig aussieht. Gibt es denn eigentlich, was gibt es noch für Farben? Es gibt halt hier auch kein Türkis, was man auswählen kann. Schon ein bisschen schade. Schwarz-gelb ist richtig gut, wirklich? Immer noch am Badumbau, ja. Schwarz-gelb hattest du in dem Haus von den Grusels. Stimmt auch wieder. Okay, wir nehmen schwarz-gelb. Hat mich überzeugt. Aber die Toilette sah einfach furchtbar aus. Ich will halt auch nicht so eine komplett schwarze Toilette. Das ist halt eher so ein Grün als ein Gelb. Oh, diese Toilette hasse ich. Schwarz-gelb. Ich krieg halt einfach keine schwarz-gelbe Toilette. Warum? Wir könnten die Toilette nehmen, aber die sieht halt ein bisschen zu gelb aus. Und wir haben auch kein Geld dafür. Oder wir nehmen die hier. Vielleicht sieht das auch einfach nur komisch aus, weil der Boden und die Tapete noch nicht angepasst sind. Schwarz-gelb, schwarz-gelb, schwarz-gelb. Es gibt kein schwarz-gelbes Waschbecken. Müssen wir halt ein komplett schwarzes nehmen. Okay. Ach Leute. Leute, Leute, Leute. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich nehme einfach das hier. So, dann haben wir unten eigentlich einen Spiegel. Ich glaube ja, oder? Ja, da habe ich den Spiegel genommen und hier nehme ich den Spiegel, weil ich den auch schön finde. So Böden. So richtig fancy. Oh, den finde ich schön auf irgendeine Art und Weise, aber das ist kein richtiges Gelb. Ich sehe es jetzt schon, dass ich nochmal alles umräume.
Das könnte passen. Gelb. Vielleicht der gelbe Wender. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll. Nein, bitte nicht. Okay, ich glaube, bei der Tapete wird es bleiben. Wenn ich da einfach kein Ding jetzt finde. Das hier passt halt einfach von der Farbe, glaube ich, ein bisschen besser zu diesen Streifen dazwischen. Das ist halt das Problem, was ich gerade habe. Das ist hier oben. Also das Zeug von dem Gelb her nicht zu dem passt. Ich finde auch, das Gelb sieht irgendwie ein bisschen. Ich gucke nochmal. Wir können es ja wieder rückgängig machen, aber ich schaue nochmal, ob ich. Vielleicht so eine Badewanne. Ich bin so unentschlossen, weil ich das immer bin. Nee, ich glaube, ich muss diese Dusche nehmen. Aus welchem Pack ist der Boden? Der ist aus. Werde berühmt. Promi-Fliese nennt sie sich. Ah, okay, naja, dann mache ich jetzt gelb. Das passt irgendwie gar nicht zum Rest des Hauses, weil das alles einfach so hell ist. Aber ich werde jetzt die ganzen. Baby-Ultraschallbilder da drüben dran klatschen. So, jetzt haben wir noch eine Reihe frei. Und können theoretisch. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Vom Geld her meine ich. Ein besseres Bett kaufen. Ja, tatsächlich, ein besseres Bett könnten wir uns leisten. Energie 8. Eigentlich bräuchten sie ja das hier. Eigentlich bräuchten sie sogar das für 3500. Okay. 3500, jetzt könnten sie sich das leisten. Weil die anderen haben alle nur 6, ne? Ja. Aber sie brauchen dieses Bett halt einfach. Es geht nicht anders, denn sie haben so viele Kinder. Machen das einfach so. Dann haben wir noch 14 Simoleons. Nein. Ach Leute, das finde ich ganz schön. Neuer Boden für die Küche. Mal einfach ein Bild, dann passt das. Okay, Leute, das ist das umgestylte Haus. So, jetzt wieder automatische Lichter. Aber ich werde mich für heute verabschieden. Man kann seit neuestem auch Betten verbessern. Ja, ich weiß, aber sie haben leider keine Fähigkeiten dafür, deswegen, ne? Ich werde es leider nicht machen. So, ich speichere nochmal sicherheitshalber. Okay, Leute. Oh, ich habe Hunger. Ich habe so Hunger gekriegt jetzt. Deswegen werde ich für heute Feierabend machen.